Einen wunderschönen guten Abend da draußen, alle Zuschauer, alle im Live-Chat hier. Mein Name ist Jürgen Wirtz, ich bin von Isotope. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran, ich habe im letzten Jahr schon mal zu Gast sein dürfen im Producer Network für Isotope. Heute ist das Thema Mixing und Mastering mit Isotope. Und dafür haben wir uns Material besorgt aus der Community von Marcel, der sich Mindcats Majestic nennt und auch hier im Chat ist. Marcel, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich war mir da nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du mal kurz im Chat auch erklären, wie du zu dem Namen gekommen bist. Ich finde den sehr beeindruckend und sonderbar. Der hat jedenfalls diesen Song beigesteuert, den wir auch im Intro gehört haben. Der nennt sich Meteoroid. Und das war der zweite Platz vom Beat Battle vom 8. Februar hier auf Producer Network. Wir haben die Einzelspuren bekommen und das komplett mit Isotope nochmal neu gemischt und gemastert. Und zwar habe ich mir dafür Verstärkung besorgt, und zwar meinen geschätzten Kollegen Dan D'Ascenso aus Belgien, der hervorragend sowas machen kann und den ich jetzt auch begrüßen möchte an dieser Stelle. Hallo Dan, wo bist du? Hey, hallo Jürgen, hallo zusammen. Hey Dan, also du hast die Einzelspuren bekommen von Marcel, hast daraus was Schönes gebaut, haben wir wie gesagt am Anfang gehört, das ist das fertige Mix und Master vom Dan. Wir wollen aber nicht nur anhand der Session zeigen, wie Dan das Ganze gemacht hat, wie er vorgeht bei so einer Mix- und Master-Session in the Box, sondern wir möchten natürlich auch auf eure Fragen eingehen. Deswegen bitte stellt die Fragen im Chat. Ich werde darauf zu gegebener Stelle immer wieder eingehen und auch gleich schon mal stöbern. Wir haben auch von euch Fragen vorab gestellt bekommen, die wir jetzt als erstes beantworten, als Kickoff sozusagen für heute. Und zwar ist die erste Frage erstmal: Welche Songs empfindet ihr aktuell als sehr gut gemischt und gemastert? Und die Frage finde ich toll. Die würde ich auch gerne in den Chat geben. Also wenn ihr Tipps habt, ich höre auch gerne andere Sachen als die, die ich für gut befinde als Referenz. Das hängt bei mir. Ich fange einfach mal an. Ganz klar natürlich von der Musikrichtung ab. Generell würde ich mal behaupten, alles, was heute im Radio läuft, und ich höre sehr viel Radio, wenn ich im Auto fahre, also alles, was heute in Charts ist, ist eigentlich top gemixt und gemastert. Da geht es halt nur noch um Geschmack, um Ästhetik und um Musikrichtung letztlich. Was ich momentan total abfeiere, ist von Tiësto, The Business. Das finde ich einfach tierisch geil. Ich bin ein Kind der 90er, also nicht dann geboren, aber da groß geworden derzeit. Und das ist einfach, also Tiësto macht einfach unglaubliche Sachen. Und ich glaube, da kann man sehr geil hören, wie Tiësto mit Formant-Shifting und Räumen und diesen typischen Drum-Sounds, die wir gerade alle so abfeiern, ein unglaubliches Brett hingelegt hat. Dan, was ist denn dein Favoritmoment, wenn du Referenzen hörst? Das war eine ganz gute Frage. Also ich höre ja natürlich auch sehr viel Musik und natürlich beim Mastern. Ich denke, dass Billie Eilish eigentlich sehr gut klingt im Allgemeinen. Ich bin ziemlich Fan vom Resultat, immer im Auto, überall, hier im Studio oder auch auf eine gute Anlage. Das klingt schon fett. Ja, der hat irgendwie sowas, das klingt immer so wie, als wenn so ein seidener Vorhang drumherum ist, ne? Es hat sowas Einlullendes und das beeindruckt mich auch, was Billie Eilish da hinlegt. Genau. Ja, und eine zweite Frage haben wir hier. Ich gucke gerade schon im Chat rein. Da geht es ja ganz schön ab, Leute. Ich hoffe, ich komme da gleich hinterher. Videobild leider unsynchron, eigenartig. Also haben wir alles getestet. Wer weiß es schon. Ich hoffe, es ist eine Browser-Sache und das zieht sich nicht bei dir durch den ganzen Stream. Die zweite Frage, die wir haben, bezieht sich auf ein sehr bekanntes Isotope-Produkt. Und es wundert uns eigentlich nicht, dass die Frage gestellt wurde zu diesem Produkt. Nämlich es ging um Ozone hier. Und zwar hat jemand uns gefragt, was genau kann man im Ozone Maximizer mit den Stereo-Independence-Parametern Transient und Sustain anfangen? Dan, hast du vielleicht gerade Ozone parat? Ja. Dann erkläre ich das gerne mal. Genau. Es handelt sich um dieses Modul hier, Maximizer, im Stereo-Independent. Genau. Und der Maximizer ist im Prinzip der intelligente Limiter von Ozone, also das finale Modul eigentlich, mit dem man dann die Sachen auf eine Lautheit bringt, beziehungsweise mit dem man Spitzen so reduziert, um eine bestimmte Lautheit zu erreichen, ohne Spitzenpegel zu überschreiten. Und da hat Ozone's Maximizer verschiedene Algorithmen zunächst auf der linken Seite.
Und diese Algorithmen kann man beeinflussen in der Stereobearbeitung, denn logischerweise gibt es einen linken und einen rechten Kanal für die Stereo-Tracks. Und alles, was in der Mitte ist, ist eine sogenannte Phantommitte. Das bedeutet, dann ist auf der linken und rechten Seite einheitlich der gleiche Pegel und es erscheint beispielsweise Kick oder Vocal genau in der Mitte. Und diese Stereo-Independence-Parameter beziehen sich jetzt eigentlich darauf, wie der Limiter arbeitet, wenn ein Spitzenpegel überschritten wird. Ja? Das bedeutet, wenn der auf Null ist, dann arbeitet der Limiter immer auf beiden Seiten gleichmäßig. Und dadurch gibt es weder eine Verschiebung des Images, also wenn beispielsweise jetzt auf der rechten Seite ein Spitzenpegel auftritt, nehmen wir mal an, da wäre eine Gitarre oder ein Synth, der sehr viele Spitzen hat, dann würde ja normalerweise die rechte Seite gelimitet werden und die linke im Prinzip dann unbearbeitet bleiben. Und das kann natürlich auch das Stereobild beeinflussen. Das kann erwünscht sein, ja, das würde passieren, wenn man jetzt dort die Parameter von 0 Richtung 100 schiebt, dann werden die Seiten unabhängig bearbeitet. Und das kann, wie gesagt, zu einer schönen Farbe, Breite oder auch einer größeren Tiefenstaffelung führen. Aber wenn man ihn auf 0 lässt, dann würde halt auch ein Peak auf der rechten Seite beide Seiten gleichmäßig bearbeiten. Und generell würde ich mal behaupten, dass man härtere Limitings fahren kann, wenn man den auf 0 lässt. Ich weiß nicht, denn du hast ihn jetzt scheinbar auch hier auf 0 eingesetzt in dem Beispiel hier. Ich glaube, das ist deine Session schon, richtig? Genau. Das geht natürlich auch vom Geschmack her und vom Audiomaterial her. Meistens muss ich sagen, dass ich das Parameter auch auf 0%, also total Stereo, gelinkt lasse. Und je nachdem, es geht natürlich. Es kann passieren, dass ich die trotzdem ein bisschen so in der mittlere Wert. Es ist, muss ich schon sagen, sehr selten, dass ich die total 100% trenne. Ja, das mache ich auch sehr selten. Das ist auch, wie gesagt, dann gibt es auch irgendwann eine Grenze, wo das auch nicht mehr ohne Artefakte möglich ist. Noch ganz kurz zu der Unterscheidung zwischen Transient und Sustain. Ist ganz einfach so, der Limiter ist ja, wie gesagt, intelligent. Und der kann dann in dieser Verlinkung, also ob er beide Kanäle auf 0 gleichmäßig bearbeitet oder auf 100 extrem beide unabhängig bearbeitet, die kann er auf die Transienten, also auf kurzzeitige Spitzenpegel beschränken oder auch Sustain auf längere Gain Reductions, ne, weil er halt mit einer intelligenten Release arbeitet. Dadurch lassen sich aber auch sehr interessante Stereo-Bilder im Mastering erzeugen. Also ich habe beispielsweise gerade so ein Elektro- Projekt, was ich mische, und dann kann man mit diesem Sustain, wenn man das hoch macht, den Parameter, und das halt entsprechend anlinkt, die Seiten, kriegt man so eine unglaubliche Breite rein, ne, ohne jetzt einen Imager zu benutzen oder so. Total, ja. Und das ist immer wie immer testen und versuchen ja, natürlich man entdeckt genau. Manchmal sehr, sehr interessante Sachen beim Testen. Ich gehe mal gerade kurz durch den Chat hier durch. Da höre ich hier, was für ein Kopfhörer hast du da auf? Sehen schon stylisch aus. Habe ich schon mal gehört im Stream. Das ist ein Audizee, wird Audize geschrieben, LCD2. Ist ein ultra geiler Kopfhörer. Fahre ich total ab. Sieht aber auch, ja, kostet leider auch ein bisschen was, aber hat sich für mich wirklich gelohnt, weil ich finde, das ist einer der wenigen Kopfhörer, mit denen man auch komplett im Kopfhörer mastern kann, theoretisch. Ich mache das auch in der Praxis hier. Gerade im Bassbereich mache ich das nochmal gerne. Ich benutze allerdings dann noch von Sonarworks gibt es ein Plugin, das nennt sich, wie heißt es denn jetzt noch? Referenz, ne? Genau. Mhm. Referenz heißt es. Das kann den Kopfhörer nochmal linearisieren. Also die haben verschiedene Kopfhörer ausgemessen und dann eine EQ-Kurve entwickelt, die nochmal den noch linearer macht im Bassbereich und mitten. Das ist echt, echt geil. Also kann ich nur empfehlen, das Ding. Was haben wir hier noch? 20 Euro? Was sind 20 Euro? Oh, verrückt, kenne ich gar nicht. Billie Eilish ist das Bemerkenswerte, dass es teilweise daheim produziert wurde und trotzdem oberste Liga ist. Ja, das ist allerdings wahr. Ne? Und ich glaube, da gab es sogar einen Artikel oder einen Bericht darüber, dass das jetzt der erste Grammy-Gewinner war, der wirklich als Bedroom-Produktion nach ganz oben gegangen ist. Mhm. Wobei, ich denke, ich glaube, du hast ja auch viele Kunden, die zu Hause was machen und auch schon sehr bekannt sind, Dan, oder? Total, total. Also ich bin auf jeden Fall sehr
auf Indie-Artists und Label fokussiert. Also das ist wirklich mein Hauptkunden auf jeden Fall. Ja, und ich denke, man kann mittlerweile wirklich, wenn man die entsprechende Abhörsituation hat und es vielleicht und oder es aus der Hand gibt, wie beispielsweise zum Dan oder jemand, der es als Daily Business macht, dann kann man auch wirklich Bedroom-Produktionen auf absolutes Top-Niveau bringen. Deswegen sage ich auch, alles, was im Radio heute läuft oder in Charts ist, ging in der Regel irgendwann durch die Hände von jemandem, der dann nochmal sein Zutun gemacht hat und das auf ein Niveau bringt, was dann absolut sendetauglich ist. Was haben wir noch hier? German Only. Oh ja, es tut mir leid, das ist ein deutscher Kanal hier. Und ansonsten sehe ich hier... Hier sehe ich eine Subscription-Frage, die greife ich mal kurz auf. Also wir haben vor kurzem jetzt Subscriptions auch gelauncht bei iZotope. Also um das mal kurz zu erklären, es gibt die normalen Lizenzen, die kauft man, die installiert man dann und wenn dann die nächste Lizenz herauskommt, dann kauft man sich ein Update und dann hat man die nächste Version. Und wir haben jetzt parallel auch angefangen, Subscriptions anzubieten. Und da gibt es ein bisschen Verwirrung. Es gibt jetzt Ozone Advanced und Ozone Pro. Ozone Pro ist einfach ein neu gebrandeter Name für die Subscription. Insofern kann man jetzt auswählen zwischen einer Subscription, dann zahlt man halt im Monat einen gewissen Betrag und hat diese Mitgliedschaft und kostenlose Updates in der Zukunft. Und bei einer Perpetual ist es halt so, dass dieser dann halt später ein Upgrade erfordert. Ne? Also nur, um es mal kurz zu erklären. Aktuell gibt es noch nichts, was die beiden Versionen unterscheidet. Also Ozone Pro ist gleich Ozone Advanced und ja. Das ist nur kurz, um diese Frage hier mal aufzugreifen. Und ich würde sagen, da gibt es noch eine letzte Frage. Emphasis im Maximizer bitte. Dan, wenn du nochmal kurz bitte in die DAW reingehst, in Ozone. Und zwar, denke ich mal, du meinst die Transient Emphasis. Ist das ja, richtig? Ja. Wer hat das hier geschrieben? Mike, kannst du nochmal kurz sagen? Die meinst du bestimmt, ne? Genau. Sehr wahrscheinlich, ja. So, genau, die hast du auch hier benutzt, Dan, ne? Genau, die benutze ich eigentlich ein bisschen auf der gleichen Idee mit das Stereo Independence, also zu Taste. Ich versuche hier und her ein bisschen so, bis dass es gut klingt, je nachdem. Also der generiert ja natürlich die Transienten und die bringt hier ein bisschen so hoch, wenn man das ein bisschen so diese Transienten und dieses Punch noch ein bisschen so enhanced möchten, dann wirkt das total super. Ja, also das heißt halt M-Phases, weil etwas verstärkt wird und man hat das beispielsweise früher bei der Bandmaschine gemacht, das nennt sie sich dann auch M-Phases, da wird quasi ein EQ-Band stark angehoben vor der Bandmaschine und nachher wieder abgesenkt. Einfach, da ging es damals darum, das Rauschverhalten zu verbessern und eine gewisse Sättigung des Bandes und Vormagnetisierung zu erreichen. Und hier geht es einfach darum, hier werden die Transienten vor dem Maximizer, vor dem Limiter nochmal angehoben, um quasi mehr Punch zu provozieren. Der Limiter muss dann zwar auch wieder stärker arbeiten, deswegen geht das auch nicht immer bis zum Anschlag. Aber man kann dann halt quasi, wenn man merkt, eigentlich ist alles cool, aber vielleicht noch ein Tick mehr Punch, dann kann man einfach diesen Transient im Phases einen Tick reindrehen. Augusto, wie Dan schon sagt, das muss man einfach fühlen, ob das geht oder ob das gut für die Nummer ist. Und dann wird im Prinzip vor dem Maximizer nochmal die Transiente mit so einem Transient Shaper angehoben und der Maximizer arbeitet entsprechend anders und es klingt als ein bisschen punchiger und was luftiger, genau. Das generiert Transienten für mehr Luftigkeit. Ja, also es generiert keine Transienten. Du kannst es vorstellen, du hast so eine Art Transient Shaper vor dem Maximizer, der im Prinzip den Maximizer provoziert, dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Luft generiert. Im Prinzip ist es so, wie du sagst. Ja, also dadurch wird das nochmal ein bisschen aggressiver vorne. Genau. Die Dolby, ja, jetzt wird es kompliziert. Das war schon, also Dolby macht auch eine Pre-Emphasis und eine De-Emphasis. Nicht ganz, also das würde ich jetzt nicht vergleichen. Bei Dolby geht es eher um eine Rauschunterdrückung, die auch genutzt wird mittlerweile oder schon seit längerem als Geheimtipp, um eine gewisse Sättigung zu erreichen, in Höhen vor allen Dingen, machen das manche gerne. Aber hier geht es einfach nur darum, dass der Punch im Maximizer erhalten bleibt, wenn man merkt, der fehlt jetzt vielleicht ein bisschen durchs Limiting, aber das ist der Zielpegel, den ich brauche. Dann kann man damit noch ein bisschen Gas geben, aber wie gesagt, ist nie garantiert, dass man es voll
ausreizen kann. Genau. Hier ist noch eine Frage und dann würde ich auch sagen, überlasse ich mal dir das Feld für den Mix von Marcells Meteoroid hier. Frage, sollte man Nektar und Nutrien benutzen? Wenn ja, muss man zum Beispiel bei FSUD aufpassen, welches Slot man welches macht. Macht das einen Unterschied wie bei Reverb und Delay? Okay, also ganz kurz nur Nektar und Nutrien. Nutrien ist unser Mixing Channel Stripper Isotope. Dennis, glaube ich, dich habe ich vor 1,5 Jahren erst richtig kennengelernt. Und da hast du schon über 1 Jahr lang exklusiv mit Neutron alles gemixt. Na, du hast ja eigentlich in deinem Left-Right Audio-Studio eine riesen Mastering-Peripherie mit SPL-Hardware und 120 Volt. Also das somit das messtechnisch geilste, was man so haben kann eigentlich für Mastering. Aber wenn du jetzt mixt, bist du mittlerweile komplett in the box mit Neutron, weil Neutron eben ein Kanalzug ist, der eigentlich ja so alles bietet. Das zeigst du auch gleich, denke ich mal. Ja. Nur mal kurz zu erklären, was Neutron ist. Und Nektar ist eigentlich unser Experte für Vocals. Also Nektar setzt man eigentlich ein, wenn man mit Vocals arbeiten will oder Backing Vocals. Der hat halt Prozesse, die speziell auf diese Bearbeitung eingestellt sind. Das heißt nicht, dass Neutron als Kanalzug nicht auch ein Vocal bearbeiten kann. Aber Nektar ist einfach der Experte und bietet auch ein paar Sachen, die eigentlich für die Stimme vorwiegend gedacht sind. Bei Evil Studio ist es so, man muss es nicht unbedingt beachten, wo man es einsetzt, aber generell setzt man solche Channel Strips immer auf den Inside von Einzelspuren ein. Man kann Newton auch auf eine Gruppe einsetzen. Das zeigt Dan vermutlich gleich auch nochmal, weil soweit ich das von Dan kenne, arbeitet er auch mit Gruppen, dass er Drums in eine Gruppe reinmischt und da bearbeitet. Das mache ich auch sehr gerne. Aber generell wird man die erstmal auf Einzelspuren anwenden und vielleicht auch auf Gruppen. Also das ist sowohl als auch. Okay, ich mache jetzt hier mal einen Marker im Chat, weil ich sehe schon, da ist richtig was los bei euch heute. Und ja, Dan, wir sehen hier eine Reaper-Session. Ich nehme an, das sind die Spuren, die du bekommen hast dann. Genau, das sind die Spuren und man sieht, dass ich die ganz schön Color arrangiert habe. Das heißt, alles, was in Rot ist, bezog sich mit die, was mit den Drums zu tun hat. In Gelb Bässe, in Grün sind das mehr die Synths. In diesem, würde ich sagen, so goldene Farbe ist das mehr Leadgitarre. Also ich versuche immer die Synths und die Instrumente zu separieren. Vocals und dann die ganzen, was alles in Blau ist, sind mehr die Effekte, Hits, Downfilter, Bombs und die ganzen. Und noch ein anderes extra Kanal, was ich jetzt als Reverb, extra Reverb denn, benutzt habe. Und das geht alles in die verschiedenen Kanäle und die gehen eigentlich auch in ein Subgroup. Was jetzt für uns wie Ordner aussieht, du hast ja oben dann so einen obergeordneten Kanal und darunter die Einzelkanäle. Das ist quasi ein Ordner, aber gleichzeitig auch die Gruppe, wo diese ganzen roten Kanäle jetzt reinlaufen und nochmal gemeinsam bearbeitet werden. Ja, man sieht das auch ganz schön hier auf das Mischpult. Und das erste ist Drums und die alle zusammen gehen hier in dieser Gruppe. Und dann habe ich auch noch einen extra Prozess für jede Gruppe. Und okay, das heißt, du bearbeitest die Gruppe nochmal komplett zusammengefasst. Und die sende ich noch in ein komplettes Subgroup danach. Aber dann, das werde ich noch später ein bisschen reden, warum ich das so mache. Was jetzt ja erstmal auffällt, du sagst, du hast das gemischt, ne? Wenn ich jetzt mal in dein Mischpult reingucke, dann fällt mir was auf, was ich auch bei mir versuche zu kultivieren. Deine Fader unten, ne? Also die Kanalfader, die sind ja alle auf Null. Bei mir ist das witzigerweise auch so. Das heißt, ich vermute mal, du gehst da ähnlich vor, wie ich das mache. Erzähl mal kurz, wie du mit den Spuren umgegangen bist. Ja, sehr wahrscheinlich, dass wir alle beide von der Analogwelt kommen und der Timo hat natürlich auch ein sehr geiles Video über Gain Staging erklärt, habe ich auch
gecheckt. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, kann ich das ganz gut empfehlen. Der hat das super erklärt. Also ich stelle immer meine Feder auf Null und ich bearbeite mein Signal eigentlich von der Source her, also vom Input, und drehe eigentlich meinen Clips. Ich stelle meine Clips eigentlich, also ich nehme immer das Kick und Snare, also die zwei lautesten Drum-Elementen. In elektronischer Musik ist meistens Kick, Snare und manchmal sogar Sub, wenn man so eine 808 als Sub benutzt. Und die stelle ich als Referenz auf ungefähr minus 10, 12 dB. Als Referenz. Und dann setze ich alle andere Clip Gains. Also der Timo hat das auch ganz gut erklärt. Man kann das hier per Spur, also per Clip, dann auch ganz schön einsetzen. Und wie man hier sieht, habe ich die sogar ein bisschen raufgedreht auf plus 4. Und von da dann versuche ich meinen ganzen Mix. Aber in diesem Fall eigentlich war der Mix sehr, sehr sauber gemacht und dann hatte ich eigentlich nicht so große Unterschiede. Eigentlich sind da keine Unterschiede zwischen den Clips, weil das, aber es kommt manchmal vor, dass man halt ein bisschen so die ganzen einzelnen Clips dann auch auf den Pegel dann arrangieren muss. Also du musst ganz kurz zu verstehen, wenn du sagst, du fängst mit Kick und Snare an und holst die auf minus 12, dann meinst du den Spitzenpegel, also den Peak, ja, stellst du so ein, dass der am Ausgang hinten in der Mischsumme bei minus 12 ist oder auf dem Kanal beziehungsweise, was ja dann das Gleiche ist. Genau. Wenn man das so macht, kann man es wirklich ganz schön mischen und eigentlich nichts auf das Master einsetzen als Plugin und man kommt dann raus mit ungefähr ein Mixdown, der bis, würde ich sagen, so minus 3 bis minus 6, je nachdem, was das als Audiomaterial ist, ganz sauber denn bouncen kann. Also wirklich ganz, ganz schön sauber. In diesem Fall haben wir natürlich so Prozesse auf das Master, aber auch, würde ich sagen, wenn man jetzt mit einem Mastering-Ingenieur arbeitet und wirklich pures Mix-Arbeit macht, dann ist das das optimale Startpunkt. Für die Musikrichtung, das heißt, ein Grund für dich ist, dass du die Fader auf Null lassen kannst, damit du einen Überblick hast, wie der Grundzustand ist, falls du Automationen fährst beispielsweise. Und das andere ist, du hast dann, wenn du mit diesem minus 12 Spitzenpegel bei den lautesten Drums anfängst, genug Headroom nach oben auf der Summe, dass du nicht den Summenfader runterziehen musst oder dann nachher irgendwie zu heiße Pegel fährst und im Mastering an die Grenzen kommst und so weiter. Ja, und der andere Grund ist, hier sieht man das nicht, weil ich habe die Parameter anders, aber wenn man jetzt ein anderes Mischpult, also ein anderes DAW benutzt, wie Logic oder sogar Ableton, das Fader ist ja auf 0 eingestellt. 0 ist hier ein bisschen drüber. Also das ist ein 0 dBFS, also das ist ein lineares Metering. Aber auf andere DAWs ist das logarithmisch. Das heißt, desto näher, dass man auf das Null bleibt, desto präziser ist, wenn man drunter ist. Weil man sieht auch sehr, sehr oft Mixdown, die halt so starten und jeder sagt, okay, das ist alles mal viel zu laut und dann setze ich meine Feder total drunter, um dass mein Master jetzt nicht klippt. Und wie der Timo das auch ganz gut erklärt hat, eigentlich, ja, das ist wahr, dass das Master nicht klippt, aber alles, was bevor die Feder eingesetzt sind, die ganzen Plugins und das Ganze, die klippen eigentlich. Und das ist eigentlich schon. Und das Zweite ist, dass halt diese Distanz hier total kurz ist. Man hat manchmal 12 oder sogar mehr, 24 dB Unterschied mit nur paar Zentimeter
Ja, das ist sehr grob aufgelöst da unten, absolut. Ne? Also du kannst genau. Da eigentlich, du machst riesige Pögelsprünge. Und ich sehe auch gerade hier im Chat, I like Fluxverse. Ich kann es leider nicht richtig interpretieren. Hängt die Einstellung 0 auf den Fadern auch mit dem Pre-Fader-Clipping zusammen, also dass der Input einfach nicht zu heiß reinkommt. Genau das ist der Grund. Du willst nicht, dass du ein Signal, was am Input, wo die Inserts liegen, total überfahren ist und fährst dann die Fader runter. Das ist genau der Grund, das zu machen. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn du jetzt einen Kompressor beispielsweise nimmst, ich meine, die meisten Plugins, die sind mittlerweile in der Lage, bei iZotope auf jeden Fall und bei allen großen Herstellern, denke ich, ist das so, die arbeiten intern mit 32-Bit Floating Points, sowie die amtlichen DAWs auch. Das bedeutet eigentlich, alles, was über 0 dB Fullscale passiert, klippt eigentlich nie. Ne? Man kann da eigentlich arbeiten, aber die ganzen Thresholds, die ganzen Pegelinstrumente, die einem beim Fliegen und beim Mixen sozusagen helfen sollen, die sind komplett useless, weil du gar nicht in den Bereich reinkommst, die einzustellen, weil die immer am Limit sind. Und das ist halt schon, ich habe auch viele gute Produzenten, die aber jetzt keinen Tonechnik-Background haben, gesehen, die haben dann hinten auf Ozone alles am Input im Roten und mastern dann trotzdem. Ozone schluckt das zwar irgendwie, aber ich denke immer so, um Gottes Willen, das sollte man eigentlich nicht machen. Die kommen damit zwar durch, wie gesagt, aber der richtige Weg ist es nicht. Und die können auch nicht den Maximizer am Ende des Tages konservativer einstellen, weil der einfach schon auf der obersten Stellung im Limiting ist, weil es einfach nicht mehr geht. Ne? Der repariert das sozusagen nur noch, was da reinkommt. Ja. Genau. Guck nochmal kurz hier im Mix. Kein Pre-Gain-Staging. Also ich erkläre nochmal ganz kurz zusammenfassend, ich mache das genauso. Ne? Also ich mache alles in diesen Clips. Die Clips, die sind ja in der DAW eigentlich die Audiospuren, die man ins Arrange-Fenster reinlegt. Da kann man bei eigentlich allen DAWs mittlerweile einfach irgendwo ziehen oder irgendwo hingehen und sagen, die Spur mache ich 6 dB leiser oder 10 dB und dann ändert sich auch die Wellenform direkt. Ne? Und manche haben auch noch im Mischpult oben einen Input-Poti, um den Input-Gain zu trimmen. Das kann man auch machen. Ich bin Fan von dem Clip-Gaining. Man kann es auch mit einem Plugin machen, wie ein Gain-Plugin zum Beispiel oder Relay von iZotope. Wir haben ja auch diesen Visual Mixer beispielsweise mit Relay, mit dem man es auch so einstellen könnte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man merkt. Und also so fängst du erstmal an, denn um dir das Ding so hinzustellen, dass du eine saubere Session hast, um anzufangen. Ja? Genau. Und von daher, je nachdem, bekomme ich ein Rough Mix vom Kunde oder ich ziehe eigentlich mein erstes Rough Mix selber. Und dann habe ich das als Referenz, sieht man das eigentlich ganz am Ende von meine Sessions hier, was in Rot ist. Dieses Kanal, das ist also eigentlich das Referenzmix. Genau. Das ist der Referenzmix von Marcel sozusagen, so wie geliefert wurde, ja? Ja. Genau. Super. Erzähl doch mal, du hast mit den Drums angefangen, meintest, das war auch schon gut geliefert eigentlich. Was hast du denn da jetzt machen müssen, um das noch auf ein für deine Ohren besseres Level zu bringen, um den Mix zu starten? Man könnte eigentlich so ein bisschen so in die ganzen Elemente separat reinschauen. Also wie gesagt, auf jede Spur ist ein Neutron-Plugin insertiert. Und je nachdem, manchmal ein Equalizer, manchmal sogar gar nichts. Aber was ich denn hier auch benutze, ist eigentlich das Input- und Output-Regler, um wirklich das Feintuning zu setzen. Das heißt, ich kann hier noch ein bisschen hoch oder runterziehen. Und es ist meistens auch, wenn ich jetzt hier einen Equalizer benutze, natürlich habe ich hier in diesem Fall auf den Kick, habe ich so ungefähr 2,3 dB hochgezogen und dann ziehe ich natürlich zu kompensieren das Pegel denn hier drunter. Das heißt, eigentlich machst du genau das Gegenteil, das ist ja das Interessante beim EQ, du machst eigentlich die ganze Kick leiser und hebst dann den Bassbereich an, den du brauchst für das Fundament. Also das genau. Ist ja quasi, was du dann mit diesem Move machst, das darf man ja nicht vergessen, ja. Dieses Zusammenwirken. Und dann habe ich hier einen Transient Shaper und man kann das wirklich in zwei oder sogar mehr, drei Bänder teilen.
Das heißt, das erste Jahr habe ich eigentlich, also der zweite Band ist nicht benutzt, also könnte ich sogar muten, aber auch erste Band habe ich sehr, sehr, sehr wenig die Attacke und Sustain, um ein bisschen mehr. Was mir fehlte im Kick, der ist ziemlich trocken und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das Körper vom Kick ein bisschen mehr Druck haben konnte. Dafür habe ich dieses Transient Shaper benutzt. Also ein bisschen mehr Sustain, ein bisschen mehr Bauch für die Kick. Mit Bauch, ja genau, sorry. Ja. Mhm. Ich versuche jetzt. Voilà. Ansonsten für die Snare eigentlich klingt auch top, aber die war für mich ein bisschen zu laut. Da habe ich eigentlich fast 5 dB runtergesetzt, aber trotzdem ein bisschen EQ, also in der mittlere 600-ish Hertz. Okay. Mhm. Und ein bisschen Reverb benutzt. Das heißt, ein bisschen Räumlichkeit noch reingebracht, okay. Ja. Ansonsten, wie man sieht, hier auf die Perkussion ist eigentlich nichts, also nur das Plugin. Hi-Hats auch nichts. Also vom Drum her ist das eigentlich sehr, sehr sauber. Im Allgemeinen, der Mix war sehr, sehr sauber. Was ich wohl direkt mache auf diese Subgroups, da benutze ich auch natürlich ein Neutron Instance, aber auf alle meine Subgroups, da habe ich ein Sculptor. Mm. Und das ist eigentlich eindeutig mit dieses Polish. Also man hat hier Gruppen, also das ist da, man kann das auch natürlich für Bässe, die ganzen Gitarre, Keys und sogar Vocals, aber ich benutze immer in meinen Gruppen All Purpose und dann Polish. Und das ist mein Startpunkt und von daher dann ziehe ich ein bisschen hier der Pegel rauf und je nachdem, wenn ich das ein bisschen heller oder dunkler habe, wie sagt man das, dunkler? Ja, ist richtig. Mhm. Dunkel, ja, okay. Mhm. Dann kann ich auch hier ein bisschen so feintunen. Aber auch, das ist wirklich sehr, sehr interessant, was da losgeht im Allgemeinen. Ich könnte das eventuell mal reinhören, wenn ihr wollt. Genau, lass mal hören, wie das vorher klang und wie es danach klang. Vielleicht an der Stelle, wo der Beat läuft. Okay, jetzt habe ich hier die Drums-Elemente. Okay, dann kann ich ein Solo machen. Aber die ganzen Plugins habe ich jetzt gemutet und dieses Element ist jetzt an, okay? Also die Gruppe war jetzt noch an, meinst du, die Gruppenbearbeitung? Ja, die Gruppenbearbeitung ist noch an. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu laut ist. Ja, das ist wirklich zu laut. Bei mir klingt es gut, ich weiß nicht, wie es draußen klingt. Nein, das war... Ich habe mein. Das ist schon das Mastering drauf. Wir hören jetzt erstmal nur den Mix, ne? Genau. Genau. Das ist vorher. Das ist mit. Ah ja. Man sieht eindeutig. Und so, ich kann das natürlich auch hier beipassen. Vorher. Ja, wird deutlich dynamischer und punchiger. Ne? Ich benutze Sculptor ja auch sehr gerne. Ich nutze es auch auf so Spuren, wo ich denke, auf eine andere Art und Weise. Es gibt ja noch verschiedene andere Modi, um die ein bisschen smoother zu machen, wenn ich denke, die ist zu aufdringlich. Vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer, die jetzt nicht so tief in Neutron drin sind und Sculptor. Also Sculptor ist ein Modul, was mit Neutron 3 reinkam. Und das ist ein intelligenter Prozessor. Das heißt, da wurden verschiedene Instrumenten antrainiert, also sozusagen, wenn man da jetzt reingeht, wo der eben war, da gibt es hier so Bass und Gitarre und Keys. Es wurden also bestimmte Lernmuster erstellt, dass dieser Prozessor weiß, wie optimal so ein Target, so ein Ziel klingen könnte. Und dann versucht er halt, je nachdem, wie stark man das reindreht von der Intensität,
mit EQ und Dynamic EQ mit ganz vielen verschiedenen Bändern dieses Ideal aufrechtzuerhalten. Also er formt quasi in Echtzeit mit vielen Bändern das Signal, um das in diese Richtung, wie ein Vocal zu klingen hat oder wie ein Bass zu klingen hat nach dem Training, nach seinem Ermessen, das in Echtzeit zu machen. Und es gibt noch diese vier All-Purpose, also diese universellen Modi, die da heißen Add Punch, Add Polish, Add Fullness und Instrument Bass. Und je nachdem, was man da wählt, gibt es einen speziellen Algorithmus, der beispielsweise unschöne Resonanzen zieht oder ein bisschen Punch reinbringt, etwas abrundet, versucht ein Instrumental grob tonal auszubalancieren und so. Das sind wirklich Prozessoren, die einen schnell ans Ergebnis, ans Ziel bringen können, die aber auch mit kleinen Dosen wirklich tolle Sachen bewirken, auch wenn man schon einen sehr guten Mix hat. Und ja, Dan, wie du sagst, du scheinst es ja wirklich viel einzusetzen. Und ich finde auch auf Gruppen ist es wirklich ein grandioses Tool. Man sieht es auch hier schön, da diese weiße Linie, die sich auf und ab bewegt, das sind quasi die Frequenzen, die gerade bearbeitet werden in Echtzeit, wenn dieser Beat da durchläuft. Und man kann dann sehr einfach mit einem Tonparameter sagen, das ist mir zu grell, das ist mir nicht hell genug. Dann kann ich mit dem Tonparameter wie an der Klangregelung das in der Helligkeit und in der Dunkelheit, wenn man so möchte, kann ich das als Klangwippe noch schieben, dieses Processing. Ja, ja, das ist halt Sculptor. Und man hat dann noch dazu die zwei Regeln, wo man sagt, okay, ich möchte, dass Sculptor eigentlich von hier bis hier sich einsetzt. Oder auch, genau, mit diesen Low- und High-Handles kann man quasi den Regelbereich begrenzen, nur auf die Mitten, nur auf die Bässe, nur auf die Höhen. Da, wo man sagt, okay, da habe ich Probleme im Mix, da passiert jetzt viel, beispielsweise ein Vocal wird da ziemlich ätzend an bestimmten Stellen, aber nur an manchen. Und dann ist das halt sowas wie der bessere Dynamik-EQ, der dann automatisch auf die Sachen aufpasst und die ausregelt. Ne? Ja. Wir hatten jetzt eben gehört, nur den Bus ohne die Kick- und Snare-Bearbeitung, richtig? Oder war es das komplette Processing, als du das AB gespielt hast? Das war jetzt nur Dry und also nur mit Bus, also das Bus. Und das dann mach doch mal bitte kurz mal den Vergleich, wie es vorher und wie es nachher klingt mit dem kompletten Processing, auch wenn du jetzt nicht auf alle Spuren was machst. Genau. Das ist jetzt ohne nichts, also rough. Ohne alles. Ja. Genau. Jetzt alles zusammen. Ja, kann man schon deutlich hören. Sag mal, Dan, jetzt würde mich mal interessieren, du machst ja auch nicht auf allen Spuren was, sondern pegelst die halt ein. Können wir die Stelle mal hören von dem Master, was der Marcel gezaubert hat, als er die Musik komponiert hat und in den Beat Battle reingeschickt hat und das, was als finales Produkt bei dir rauskommt, geht das? Hast du das irgendwo am Start? Wenn man hört, wie diese Passage klingt. Will einfach diese Passage mal gemastert von Marcel und dein finales Resultat von diesem Part, den wir gerade hören. Dass wir mal so verstehen, wie das im Mix sich auswirkt. Sollen wir eventuell den Mix auch zusammen so vorher und nachher und dann auch Master oder direkt Master? Was können wir auch machen, genau. Also ja, mal ohne Master nur den Mixzustand. Genau, also das wäre jetzt der Mix. Das ist Mix. Mix.
Ja, also ich finde, man merkt zum einen, es klingt alles etwas luftiger und ist animierter alles, aber man merkt auch es klingt auch breiter und tiefer alles irgendwie, ne? Also jetzt von den anderen Instrumenten, jetzt nicht nur bei den Drums. Und hier sagt bei Studios Stuttgart Leonberg, man merkt, wie der Drumbus seinen Kleber bekommt. Genau. Genau. Hier sagt der Marc gerade Level Up, was heißt das? Ach so, der meint jetzt nicht den Pegel im Stream, sondern wahrscheinlich das Ergebnis. Ich hoffe, ich habe es richtig interpretiert. Ich dachte schon, vielleicht ist es draußen zu leise. Vielleicht kannst du mal kurz zeigen, wie du jetzt weiter vorgegangen bist. Also du hast jetzt die Drums, die hast du jetzt so hingestellt. Und dann als nächstes nimmst du vermutlich den Bass dazu oder wie gehst du vor bei so einer Musik? Ja, das je nachdem. Also die einzige Sache jetzt, wenn man das wieder anhört, ich werde jetzt mal von seinem Mix auf meinen Mix so nach 2 oder 3 Bar wechseln. Man hört eigentlich das Unterschied mit die Vocals. Ich habe die Vocals habe ich dir ein bisschen lauter gemacht, gemischt. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, eine Kommunikationssache. Ich habe das ja eigentlich so gemischt, wie ich das bekommen habe, nach Intuition. Ja. Aber natürlich ist das ein Beat. Das heißt, normalerweise kommen da noch Vocals drauf. Und je nachdem, mein Mix das könnte sein, dass meine Vocals ein bisschen zu laut sein würden, wenn da jetzt noch ein anderes Vocals drauf kommt, okay? Und das ist Ja. natürlich ein Feintuning, aber auch im Allgemeinen hört man sich da, dann lasse ich das nochmal reinhören. Moment. Jetzt nochmal die Vocals. Jetzt mein Mix. Ja, Das und ist ich zu. finde, das gibt auch so einen Akzent, so einen Strahl und so ja, so ein Spotlight nochmal. Ich finde, sonst sind hier diese, links und rechts sind diese Brass-Hits, die so einzelne Hits machen. Die sind ja so ein Leitmotiv und sehr geil in diesem Beat. Und klar, diese Chops, diese Vocal-Effekte da, diese Formant-Dinger, die sind natürlich auch ein wesentlicher Hook bei der ganzen Sache. Ne? Ja, ich fand die sehr interessant, ein bisschen lauter zu mischen, auf jeden Fall. Die bringen schon etwas Geiles im Song. So Ich fand dieses auch, spatiale Eindruck. ja, ich fand auch, im Marcel-Mix ist der Bass irgendwie, kann auch sein, dass es jetzt an dem Stream hier liegt, weil ich höre es nicht in voller Qualität. Ich habe es angehört, der ist sehr breit, aber auch irgendwie matschig, der Bass, aus irgendeinem Grund. Hast du mit dem Bass was Besonderes angestellt? Ist da irgendwas anders jetzt in dem Bass? Ja, also Bass war eigentlich ein bisschen ein kleines Problem, würde ich sagen, weil er eigentlich sehr, sehr Stereo war und ein bisschen out of phase. Das heißt, ich habe jetzt hier auf dieses Basselement ein Ozone 9 Imager benutzt, wo ich eigentlich von 182 Hertz drunter eigentlich alles auf Mono gestellt habe. Das heißt, wenn man jetzt das Basselement, ich habe das jetzt auf Solo und das jetzt Also wieder sowas hochgedreht, vorher, ne? das ist jetzt vorher, ja, genau. Man hört es eigentlich, aber man sieht das auch, dass das Bass eigentlich out of phase ist. Und wenn man jetzt Kann ich hier deutlich hören. Das wird schmaler im Bassbereich, aber das ist auch generell das, was man möchte. Man möchte, dass der Bass auch sauber übertragen ist. Und vor allen Dingen, wenn du Mono hörst, dürfte das wahrscheinlich, wenn ich das Phasenmeter richtig interpretiere, vielleicht kannst du auch mal das Phasenhistogramm einschalten oben, statt den Filterfrequenzen. Da müsste man es ganz gut sehen können. Genau, das, die was in rote Rot Linie ist. heißt ja, genau, das ist out of phase, ne? Das löscht sich also Mono aus. Ja.
Und das ist halt voll monokompatibel, bis auf den, diesen Attack so ein bisschen, aber auch das ist vollkommen im grünen Bereich. Ne? Und, das ist okay, ja, natürlich. Und das ist sehr wichtig für also Musik in diese Musikrichtung, die eigentlich auch für Clubs eingerichtet sind. Wenn man jetzt das, die Bässe und die ganzen, das Bereich von 20 bis ungefähr 200 Hertz, wenn das zu sehr Stereo ist, dann, ja, dann hört man eigentlich die ganzen Elemente nicht. Und wenn man das eigentlich so hört, im Originalmix, also vom das Rough Mix, wenn ich jetzt hier, ich habe das jetzt Bypass, also man hört, diese Module sind jetzt nicht aktiv, aber ich kann jetzt hier das Mono können Mono abhören, ne? Genau, abhören. Und da fehlt eigentlich das Bass. Und das, ja, war eigentlich das Problem. Und das war eigentlich, ja, das Problem. Das heißt, sobald man das Mono anhört, sich anhört, dann habe ich das direkt gemerkt, dass dieses Bass eigentlich fehlt im Mono-Bereich. Ja, und das ist ein witziger Fun-Fact. Da gibt es viele, die so arbeiten. Ich habe mir das irgendwann angeeignet. Ich arbeite, wenn ich mixe und auch das Mastering gleichzeitig mache, beziehungsweise ich finde, das lässt sich ja auch nicht immer trennen. Also wenn du als Mastering-Engineer in Mix rangehst, dann guckst du ja schon nach solchen Fehlern in der Mixphase und fixst sie dann, also reparierst die Sachen besser dann auf Einzelspuren, als nachher im Mastering sowas reparieren zu müssen. Ne? Und ich arbeite, ich würde sagen, 50-70%, je nach Musikrichtung und Song, arbeite ich in Mono auf einen Lautsprecher, einfach weil mich das mehr das gesamte Bild sehen lässt und auch solche Sachen sofort auffallen. Ne? Und dann mache ich auch alles komplett in Mono erstmal und hole es später Stereo dazu und gucke nochmal, wie es da klingt und arbeite dann auch erst mit Räumen und so weiter und mache noch ein paar Feinheiten. Aber das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, das mal auszuprobieren. Das lenkt einen weniger ab. Man hört auch viel besser Timing-Probleme, man hört viel besser tonale Probleme, ob eine falsche Note da ist, weil wir uns einfach von unserer Hörpsychologie viel besser auf so eine Quelle konzentrieren können, als auf so ein komplexes Stereobild mit Reflexionen im Raum und so weiter. Das ist also mit Mono wirklich eine gute Sache. Und hier natürlich, wie Dan gezeigt hat, kann es dann passieren, dass dann im Bassbereich so ein Problem entsteht, was man gar nicht mitbekommt. Also auf jeden Fall immer Mono checken und nicht nur im Mastering, finde ich, auch im Mix. Ja. Und dann eigentlich nichts Besonderes wie ein Neutron, wo ich eigentlich die hier ein bisschen die Bassfrequenzen lauter gedreht habe. Und Exciter ist eine meiner, ich muss nochmal hier. Danke, ich wollte gerade sagen. Imager, wie gesagt, von 20 bis 182 Hertz auf Mono. Und dann hier Equalizer, ungefähr das Gleiche eigentlich, ist immer so, diese Crossfade-Signal habe ich ein bisschen so hochgezogen. Und dann das war Zufall jetzt, oder? War das jetzt? Ja, das ist eigentlich alles ich denke, das ist ein bisschen unbewusst, weil ich das eigentlich so höre hier im Studio. Und wenn ich das so merke, macht das eigentlich total Sinn. Man darf ja nie vergessen, ne? Also das muss man ja auch mitgeben. Ich bin ja auch jemand gewesen, der immer alles gelesen hat und alle Tipps immer anwenden wollte. Das heißt jetzt ja nicht, dass bei jedem Bass diese Frequenz reingedreht werden muss. Ne? Also um Gottes Willen, ihr habt ja auch gesehen, ja, beim Dan eben, und das ist auch so ein Tipp, den der Timo, glaube ich, gebetsmühlenartig predigt. Bloß nicht Plugins überall drauf machen, nur weil ihr Plugins habt und weil die da sind, sondern oft muss man auch gar nichts machen oder halt nur so ein bisschen. Aber da ist auch ganz wichtig, dass man die Sachen hört und deswegen eine gute Abhöre oder noch besser, wenn man nicht viel investiert hat, ein guter Kopfhörer, um die Sachen überhaupt erstmal richtig zu beurteilen. Ne? Und genau. So, ich gebe wieder ab und guck mal im Chat, während du weitermachst. Genau, und mein Favoriten Modul in Neutron ist dieses Exciter-Modul. Und der benutze ich eigentlich fast immer. Und wenn ihr seht, eigentlich auf alle meine Module habe ich kein
Kompressoren. Ich benutze keine Kompressoren, aber ich benutze dieses Exciter, was eigentlich ein Saturation-Plugin ist. Und ja, hier im Bassbereich habe ich das in zwei geteilt und die eigentlich meistens benutze ich dieses, Mischung zwischen Tape und Tube, je nachdem, natürlich to taste, zum Geschmackssache, aber auch ja. Also mal ganz kurz zum Exciter hier, lass den mal gerade bitte kurz auf, für die Leute, die jetzt neu mit Isotope sind. Exciter, das kann man jetzt sehr vielfältig interpretieren. Beim Exciter geht es eigentlich darum, dass dieses Modul dafür da ist, um Verzerrungen zu erzeugen, also Verzerrungen, die für unser Ohr gut klingen. Wenn man jetzt so analoges Equipment hat, so alte Klassiker, ein Großteil des Sounds, den die machen, oder auch gerade bei Gitarrenverstärkern, das ist ja das Paradebeispiel, wo das herkommt, diese Verzerrungen, die klingen für uns gut und die machen Signale auch, die reichern die an in den oberen Frequenzen, dadurch klingen die heller, präsenter, direkter und lauter. Und das macht das, was Dan hier meint, der nutzt keinen Kompressor, um diesen Bass nach vorne zu bringen, was vielleicht überhaupt keinen Sinn macht in der Sache. Er erzeugt neue Frequenzen, die höher angesiedelt sind, die durch gezielte Verzerrungen aus den Frequenzen, die der Bass bereitstellt, da sind. Und dadurch lassen die sich auch besser auf kleinen Anlagen hören oder setzen sich besser im Mix durch, dass der Bass besser wahrgenommen wird, ohne zu fett zu werden untenrum und so weiter. Und mit diesem XY-Diagramm, mit diesem Ball, den er denn da gezeigt hat, kann man in dem Exciter von Ozone quasi vier Flavors zusammenmischen von analogen Simulationen. Das sind zwei Röhrenschaltungen, eine Solid State, also eine Transistor-Verzerrungsschaltung und eine Bandmaschinenschaltung, die heißt Tape. Und man baut das sich quasi zusammen, kann mit dem mit diesem linken runden Parameter sagen, wie stark man in diese Verzerrung reinfährt, also wie stark es zerren soll. Mhm. Und rechts mit diesem Fader kann man das dann anteilig dazu mischen. Der Dan hat hier, glaube ich, dieser Fader rechts auf Vollgas gegeben, also 100%. Das heißt, alles, was da gesättigt wurde, wird einfach dazu gemischt. Man kann das aber auch Augusto ein bisschen reinfahren. Ne? Genau. Ja. Und den Tipp habe ich mir von Dan nochmal abgeholt, letztens nach deinem Mastering-Workshop hier mit Timo. Ich nutze wirklich wieder viel weniger Kompression, seit ich mir diesen Tipp bei dir abgeholt habe, weil das bringt es unglaublich, gerade bei elektronischer Musik. Weil man darf ja nicht vergessen, die Sounds, die wir jetzt hier hören, das sind ja jetzt keine Drums, die irgendjemand ein Mikrofon abgenommen hat, die erstmal bearbeitet werden müssen. Die sind ja eigentlich schon fertig oder bereit. Die muss man eigentlich nur noch nach vorne holen. Ne? Ja. Und normalerweise mit anderen Plugins, man hat eigentlich nur der Wahl von Retro oder Tape oder Tube. Also das ist wirklich ein Top-Modul, dass man eigentlich die Eigenschaften hier blenden kann und wirklich ein eigenes Verzerrungsmodul kreieren kann. Das ist, finde ich, super toll. Und ja, eigentlich Verzerrung ist ja eine Kompression in sich. Wenn man jetzt hier, ich habe noch ein Studio A80 Tape-Maschine und die benutze ich eigentlich als Kompressionseffekt. Eigentlich das gleiche wie hier, wo ich das wirklich zum Geschmack den sättige, ne? Also du sättigst das nochmal. Ja. Na, die Sättigung geht natürlich einher mit diesen generierten Obertönen, die nicht da waren. Ne? Deswegen, es ist auch eigentlich hat mit dem Kompressor eigentlich nichts zu tun. Ne? Das ist auch das Schöne. Also es gibt keine Regelproblematik. Mhm. Und das Exciter-Modul ist eigentlich in Neutron als Kanalzug so gedacht, dass man sich den Schmutz, diese Obertöne Augusto reinziehen kann nach dem Kompressor, der eigentlich sehr neutral arbeitet erstmal. Er hat zwar auch sehr viele verschiedene Modi, der Kompressor, den setzt den jetzt hier wenig ein, aber auch der kann sehr nützlich sein, wenn man eben etwas braucht, was tatsächlich die Pegel einschränken soll, ne? Oder gezielt die Hüllkurve bearbeiten soll, auf eine andere Art, als es der Transient Shaper macht. Den ich auch sehr gerne nehme. Ein Transient Shaper ist ja letztlich eine Art sehr einfach fahrbarer Kompressor, um diese zwei Effekte, nämlich Transient Punch und Sustain Körper, einzustellen, ohne eben mit vielen Parametern zu arbeiten. Ja, man könnte eventuell mal kurz reinhören. Ich habe das Drum-Bus
Solo. Und ich habe noch andere Sachen, die. Ah ja, sorry. Der läuft noch mit. Der läuft noch mit. So, wenn man das wirklich. Das ist wirklich die Top-Sättigung, aber. Ja. Vorher. Man merkt das gut, ne? Das ist vorher. Ja. Da kommt halt die Frische rein, ne? Und das Schöne das ist. Ne? Sparkling, sagt man das natürlich in Englisch. Und das Schöne ist, das ist ja ähnlich wie ein EQ. Ich glaube, du hast ja auch ein EQ eben kurz gezeigt auf der Gruppe. Ne? Also du hast dann die kompletten Drums ein bisschen in den Höhen. Also ab diesem 1 Kilohertz ist es, glaube ich, kann ich hier erkennen, ne? Ja. Ab 1 Kilohertz angehoben. Also ist auch etwas, was ich als Tipp vielleicht genau wie Dan hier mitgeben kann. Auf den Gruppen zu EQen hat zwei Vorteile. Zum einen, man kann die ganzen Drums in der Perspektive zu dem Mix, der da ist, mal ganzheitlich ein bisschen anheben oder absenken, ohne in jeden Kanal rein zu müssen, dann EQ einzustellen, anzuheben. Das dauert natürlich erstmal viel länger. Zum zweiten gibt es nur eine Phasenverschiebung durch diesen EQ, also auch nur eine negative Auswirkung, als jetzt verschiedene EQs zu nehmen, die vielleicht unterschiedlich von den Einsatzpunkten sind. Also für mich ist ja aber ehrlich gesagt der pragmatische Ansatz, der Workflow, der maßgebliche. Es ist einfach viel einfacher, den Mix nachher fein abzustimmen, wenn da eine Gruppe bearbeitet wird, beispielsweise jetzt die Drums oder so. Denn ich gehe mal ganz kurz in den Chat rein, weil hier sind so einige Sachen eben schon wieder reingeflogen, die ich mal kurz auf die ich mal kurz eingehen möchte. So, oh, warte mal, wo geht's hier los? Zumindest bei Ozone Advance interessant, können wir aber auch auf andere anwenden. Die Ozone Plugins im Mastering einzeln reinladen oder wie bei Dan jetzt hier die komplette Mothership-Instanz? Was sind die Vor- und die Nachteile? Dan? Eigentlich egal, ne? Also letztlich ist es ja so, ne? Ja, das ist eigentlich egal. Also ich mag die eigentlich separat zu benutzen, denke ich, vom Prozess her. Kann sein, dass die eine Instanz von Ozone ein bisschen mehr Prozess nimmt, keine Ahnung. Aber je nachdem, ja, vielleicht auch nicht. Ich habe das noch nie so wirklich so versucht, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Aber eigentlich komplett egal. Oder? Du kannst ja in dem Mothership, in dieser Chain, die du da jetzt hast, kannst du ja jedes Modul einsetzen und beliebig in der Reihenfolge einstellen. Also so, wie du es auch als Insert machst. Genau. Der Vorteil ist natürlich, sorry, Dan. Ja, ich war gerade sorry. Ich muss das nochmal, ich war gerade am Vorschauen, was das ist. Ach genau. Man kann da die Reihenfolge ändern. Ne? Mhm. Der Vorteil hier ist vielleicht, man hat alles übersichtlich in einem Plugin. Es ist vielleicht, habe ich auch noch nicht getestet, denn vielleicht ein bisschen ressourcensparender. Ein Vorteil ist, man kann sich hier Presets speichern. Ne? Also man hat diese komplette Module-Chain als Preset dann, wenn man sie nochmal braucht. Ja. Beispielsweise, man möchte jetzt, man mischt Mastered in einer Session und möchte das dann aber nicht so rausspielen, sondern nur den Mix und das später mastern. Dann kann man es woanders wieder reinladen und hat die genaue Mastering-Chain aus seinem Mix. Die Einzel-Plugins machen vielleicht Sinn, wenn man das mit anderen Plugins mischen möchte. Man möchte beispielsweise oder analoge Hardware reinschleifen, wie beim Dan zum Beispiel, wenn er jetzt was mit seinem analogen Equipment macht. Man möchte beispielsweise den Ozone EQ und Dynamic EQ nehmen zuerst, dann was einschleifen, ein anderes Plugin oder eine Hardware und dann wieder was von Ozone nehmen. Dann kann es sein, dass es sinnvoller ist, Komponenten-Plugins zu nehmen. Bei Neutron, denke ich mal, ist es so, du nimmst ja jetzt auch hier immer das normale Hauptmodul, einfach weil du noch nicht weißt, ob du neben der EQ vielleicht noch einen Sculptor brauchst oder einen Exciter. Da musst du nicht nochmal das Fenster schließen, in die DAW reingehen und so weiter. Also es hat auch da Vorteile, dass man alles in einem Fenster einfach hat. Ne? Also ich denke, das ist wahrscheinlich der hauptausschlaggebende Punkt. Ja. So, ich höre gerade hier, Dan könnte etwas lauter sein, höre ich gerade. Aber ich glaube, das ist auch egal. Das war vor 40 Minuten. Ich hoffe, es ist
Es ist okay. Es ist halt schwer für uns zu testen, bis wir auf dem Stream sind, muss man einfach mal so sagen. Es ist einfacher, wenn wir alle zusammen mal hoffentlich dann in echt uns nochmal sehen können und solche Sachen machen. Wobei wir sehr gerne hier beim Producer Network zu Besuch sind, gar nicht die Frage, und das auch weiterhin machen werden. Was haben wir noch hier? Mich würde mal interessieren, wo man nur mit den Elements-Plugins einen Beat bearbeitet. Das können wir auch mal mit dem Dan machen. Also ich meine, letztlich, was du jetzt hier machst, bis auf Skype da, kann man auch mit Elements schon sehr viel arbeiten. Wäre vielleicht mal eine geile Challenge, oder? Also, dass wir sagen, Dan muss alles mit Neutral und O's und Elements machen. Okay. Why not? Challenge. Finde ich eine gute Anregung. Challenge accepted. Okay, machen wir irgendwann. Word, was haben wir noch hier? Kann man trotz Relays und den Visual Mixer auf den Spuren die dann noch einfrieren, also freezen, beziehungsweise wie macht man es am besten? Kann ich kurz beantworten, also ganz kurz mal für die, die jetzt nicht wissen, was ein Relay und was ein Visual Mixer ist. Es gibt bei Isotope ein Hilfs-Plugin, das ist bei Neutron zum Beispiel dabei, auch bei anderen Plugins. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Plugin mit einem Fader und mit einem Panoramaregler und auch einer Stereobreite. Und noch ein bisschen Blackmagic dahinter für spezielle Sachen, auf die ich jetzt nicht eingehe. So, eigentlich ist es dafür da, dass man dieses Gain-Staging machen kann, was der Dan mit dem Clip-Gain macht oder was man halt auch mit einem normalen Gainer-Plugin machen kann. Das Besondere ist jetzt, es gibt den Visual Mixer, denn vielleicht kannst du den mal irgendwo aufmachen, dass wir den mal sehen. Kannst du auch hier im Channel machen, ist ja egal. Wir haben diesen, genau, der ist er, diesen Visual Mixer entwickelt. Der sieht jetzt hier aus, als wenn da alles in der Mitte ist. Was auch stimmt, weil der Dan hat den nicht eingesetzt, um links und rechts zu bewegen, aber das sind jetzt alle Neutrons und Ozones in der Session, die können nämlich auch hier auftauchen. Und mit Relay kann man halt, ohne jetzt EQs und so weiter zu haben, die einzelnen Spuren mit einem Relay pro Spur quasi in diesen Visual Mixer reinholen und kann dann da sozusagen die Level fernsteuern von diesen Plugins. Und wenn du die jetzt einfrieren möchtest, diese Spuren, dann werden diese Relay-Lautstärke-Verhältnisse natürlich mit eingerechnet. Das heißt, da passiert eigentlich nichts, wenn du die einfrierst. Du wirst dieselben Pegelverhältnisse haben. Du kannst natürlich aus dem Visual Mixer nicht mehr eingreifen und den Pegel verändern, weil er ist ja eingefroren, der Track. Das ist das Einzige. Das ist eigentlich nur eine Fernbedienung. Können wir auch nochmal vielleicht irgendwann in dem nächsten Stream genauer zeigen. So, ein Exciter addiert Obertöne, Höhentiefen harmonisch oder dissonant. Genau, so ist es. Vielen Dank für die Erklärung nochmal. Habt ihr ein Plugin, womit man Kopf- und Bauchstimmen hinzufügen kann? Du meinst wahrscheinlich ein Plugin, was so klingt wie eine künstlich gedoppelte Stimme, die in einer tieferen, höheren Lage singt oder anders klingt. Da haben wir Tools. Ich habe hier letztes Jahr, kannst du mal suchen, im Deep Dive bei Producer Network, Isotope Vocal Tools heißt es, glaube ich. Ja. Da habe ich mal gezeigt, Vocal Thind und Nectar. Könnt ihr also gerne mal reinschauen. Vielleicht können wir es auch in Zukunft nochmal aufgreifen, weil da erkläre ich eigentlich genau, was diese Sachen können und was da geht. Da haben wir so einiges im Programm. Was haben wir noch hier? Mal sehen, ob irgendwas jetzt zu dem passt, was wir gerade hier hatten. Ich glaube, hier geht es mehr um Mastering auch. Und hier sagt nochmal jemand richtig, vom Workflow ist es besser, das Mother-Plugin zu inserieren, mache ich genauso. Da hat man nachher nicht das Problem, wieder viele Fenster auf und zu machen. Was haben wir auch hier? Was ist das für ein Output-Gerät mit dem blauen Display? Das ist wahrscheinlich ist das hier gemeint. Na genau, das ist ein Fredenstein F660. Das ist ein digital gesteuerter Röhrenkompressor. Also der Signalpfad ist komplett analog mit den originalen Fairchild-Röhren, aber kontrolliert wird das Ding vom Computer, sodass die Röhren immer perfekt kalibriert sind. Klingt schweinegeil, kostet leider auch extrem viel Geld und ja. Und er sieht sehr schön aus und die Leute fragen ständig, was ist das für ein Gerät? Hat also verschiedene Vorteile, aber ist leider nicht sehr billig, muss ich dazu sagen. Wie geht das bei allen Doors, das EQ zwischen Bass und Kick umzuschalten? Pascal, was meinst du damit, das EQ unten zwischen Bass und Kick umzuschalten? Vielleicht kannst du das nochmal reinschreiben. Vielleicht meint er jetzt mit dieses Masking. Kann das sein? Meint er das Masking-Meter oder meint er vielleicht dieses Multiband-Ding, wo wir den Bassbereich. Ach ja, der Ingo ist im Chat, ich merke es schon.
Fieser Kommentar auf mein blaues Display im Hintergrund. wir warten mal ab, was Pascal noch schreibt. Ich würde sagen, wir haben jetzt so viele Ozone-Fragen wieder. Ich meine, Dan, was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir jetzt aus dem Mix, ich finde, da haben wir schon einiges gelernt, was hast du jetzt noch im Mix gemacht, so insgesamt? Du hast diese ganzen, wir haben gesehen, wie du generell vorgehst. Wir wissen, du bearbeitest die Gruppen nochmal einzeln. Ist das überall das Gleiche? Du hast ein bisschen EQ, ein bisschen Exciter, ein bisschen Sculptor oder was hast du da so? Genau, die einzige Sache, was jetzt ein bisschen verschieden ist, ist mit dieses Bassgruppe, diese Bassgruppe. Ich kann ein bisschen lauter setzen, so vielleicht besser. Wo ich hier dieses Masking, also das heißt, ich bekomme das Signal vom Kick in diese Bassgruppe. Und der generiert eigentlich als Dynamic-EQ, als Sidechain. Das heißt, man sieht hier, dass ich das externe Signal bekomme vom Kick. Und der steuert eigentlich dieses EQ. Ich lasse das mal jetzt auf Mute und ich lasse das mal laufen. Und dann kann man eigentlich sehen, was dieses EQ macht. Das heißt, auf jeden Kick geht eigentlich dieses EQ hoch. Und das geht eigentlich mit dieses Dynamisch. Also der bekommt, hier man sieht hier, Kick Neutron, bekommt er das Signal. Und auf jeden Kick geht dieses, man kann das hier sogar noch besser sehen. Also Kick hoch und dann zieht er eigentlich das Bass ein bisschen hoch. Das heißt, ich mache das immer ein bisschen so groovy-Elementen, so ein bisschen Akzent zu geben. Je nachdem mache ich das Gegenteil, das heißt, auf jeden Kick stell ich das eigentlich nicht rauf, aber auch runter und dann mache ich das Gegenteil. Das heißt, auf jeden Kick wird das ein bisschen gepumpt. Das heißt also, du nutzt das quasi. Genau, du nutzt das quasi. Jetzt hier nutzt du es um. Die Kick ist ja jetzt hier eine wirkliche Kickdrum und keine Bassdrum, die jetzt im Bassbereich wie eine 808 beispielsweise dominiert. Da nutzt du das quasi als Synergie, dass der Bass nochmal ein bisschen Power kriegt, wenn die Kick kommt, genau, um die Kick zu unterstützen. Ne? Also um noch ein bisschen Bauch zu geben, ganz kurz. Und andersherum würdest du es machen, wenn jetzt da eine unendlich lange 808-Kick wäre, die ausklingt, dann würdest du wahrscheinlich versuchen, die wegzudacken, dass der Bass da ausgedünnt wird an den Stellen, ne, wo die dröhnt. Ja, und Platz zu lassen für die ganzen Elemente. Weil das ist meistens das größte Problem, was ich jetzt, wenn ich einen Song mische, das ist immer im Bassbereich. Mische und Master. Das ist immer ein bisschen die Elemente, wo ich am meisten Arbeit habe. Und ansonsten ist eigentlich immer das Gleiche gewesen. Also nur die Gruppen, wo ich jetzt einen Equalizer und Sculptor habe und auf separate Elemente wie dieses Main Plug, wo ich natürlich auch noch einen Exciter, ja, eigentlich ein bisschen Frequenzen, Transient Shape für ein bisschen so mehr so dieses in Attack rausarbeiten. Attack so ein bisschen, ja, Frequenzen rausgeschnitten und Exciter. Und das war es. Exciter. Mhm. Ja, und die Vocals auch. Zeig mal die Vocals bitte. Was haben wir da? Equalizer und Exciter und die Gruppe. Das gleiche wieder. Exciting, ja, ich sehe schon. Der Exciter muss überall drauf. Der macht dann dieses extra Quäntchen Präsenz und Nähe, ja. Und dass ich alles ein bisschen so durchsetzen kann. Ne? Sehr nice. Du hast, machst du irgendwas auf dem Mix noch mit Parallelbearbeitung? Also hier. Ja, sag mal, das so ein Parallel-Compression oder sowas. Jede Gruppe, also die Subgroups, die nenne ich so Subgroups, also das heißt diese Subgruppen, die gehen nochmal in einen finalen Group. Also das heißt, hier am Ende habe ich nochmal die ganzen gleichen Color-Coding, also Bass, Drums, Bass, Synths und so. Und da habe ich noch ein
Dynamic-EQ, wo ich das noch ein bisschen so feintunen kann und die ganzen Frequenzen so ein bisschen rausschneiden, wenn das ein bisschen zu harsch ist. Und das war jetzt hier in dem Fall für dieses Drums. Man kann das natürlich auch in der eigenen Gruppe benutzen, aber was ich natürlich hier benutze ist, das heißt, ich habe die ganzen finale Gruppen, die sende ich noch auf ein Parallelkanal, wo ich jetzt hier in diesem Fall Ozone Exciter benutze, als Parallelprozess, der eigentlich die ganze Densität und Intensität vom Song nochmal hochdreht, aber das bleibt eigentlich total dynamisch. Man kann, man kann das wirklich ganz gut hören, wenn ich jetzt das mute. Also ich lasse das jetzt mal laufen. Ja, aber hallo, das kann man sehr deutlich hören. Ich finde diese ganze Bühne und diese Tiefe, die und auch so ein bisschen Glue, also Klebrigkeit, Dicke, die geht verloren. Ne? Ich meine, ich mache sowas eigentlich mit dem Kompressor, aber die Idee finde ich ziemlich geil, weil du ja überhaupt keine Regelartefakte kriegst und auch keine unschönen Verzerrungen, wenn Bässe beispielsweise dominant wären. Ne? Genau, früher hatte ich das auch natürlich auch mit Kompressoren, also Parallelkompressionen benutzt, aber jetzt benutze ich meistens Parallelverzerrungen, weil das eigentlich viel sauber klingt und nicht so. Man hat mehr, das ist eigentlich mehr präziser, wenn man das jetzt. Die sind natürlich voll geblendet, also Mix auf 100%, und ich blende natürlich zu Taste hoch, denn mit dieses Fehler. Der ist eigentlich mein Wet 3. Oh geil, das ist eine coole Idee. Ja, das ist eigentlich mein Tipp. Dann benutzt man eigentlich man kann super dynamisch bleiben, aber trotzdem ganz schön mit der Densität arbeiten. Und das heißt, man kann eigentlich, wenn man das Meter sich anhört, ich mute gerade nochmal den Tracks. Das ist jetzt, man sieht, dass er ungefähr bis fast null. Ich mache das nochmal. So, der geht bis ungefähr minus 5. Das ist jetzt mit das Parallelprozess oder das ist jetzt ohne. Mhm. Und man sieht, das ist eigentlich das Gleiche. Das heißt, das Level ist eigentlich, also das Pegel im Allgemeinen, das Peak ist das Gleiche. Aber das Unterschied, was eigentlich in der Wellenform ist, total anders. Also das bringt eigentlich die ganzen, Die wahrgenommene Lautheit ist deutlich erhöht dadurch. Und ohne, dass du irgendwas am Pegel eigentlich ändern musst, am eigentlichen Spannungspegel, ne, den wir da digital jetzt transportieren. Ne? Ja. Wow. Wahnsinn. Finde ich geil. Du hast auch gesagt, du hast ja Reverbs benutzt für die Snare beispielsweise. Ich weiß nicht, ob du sonst noch Reverbs eingesetzt hast hier. Gehen die auch in diesen kompletten, in diese Bus-Exciter noch mit rein? Genau. Und das macht eigentlich die ganze Breite, was man eigentlich fühlt in meinem Mix. Also im Reverb gehen die Snare und ein paar noch andere Elemente, das heißt Vocals geht rein, hier ein bisschen diese Effekten und ich denke auch Hi-Hats, also die ganzen perkussive Elemente, außer jetzt wirklich Snare, also die ganzen Elemente hier. Snare, kannst du das mal zeigen, was das ausmacht, wenn du einfach mal sagen wir mal, du machst erstmal diesen Parallelprozessor aus und dann im zweiten Schritt den Hallraum mal aus, um mal zu hören und dann wieder die Reihe nach an, um zu gucken, was das so bringt, was das eigentlich jetzt ausmacht auf dem Mix, was du da gemacht hast. Ja.
Also das ist jetzt ohne Reverb und ohne Parallel und dann kann ich eigentlich meinen Mix hier soloieren. Okay. Da merkt man schon, da geht noch mal eine Tür nach hinten und zur Seite auf, ne? Ja, das ist eigentlich hier und her ein bisschen so die Prozesse und das Gesamtergebnis, ja, das ist ein bisschen wie Salz und Pfeffer, ein bisschen hier und her, die Geil. Elementen. Ja, und das war es eigentlich schon für den Mix. Ja, ich meine, wir haben jetzt schon eine gute Stunde 15 Minuten hier verbracht. Ich sehe auch jetzt, gerade im Moment sind hier sind ein paar Fragen, aber vielleicht gehen wir auch mal dann auch zum Master über. Ist ja auch noch ein Thema jetzt. Jetzt hast du, pass auf, jetzt frage ich dich mal ganz blöd. Ja, also du bist ja von Hause aus vorwiegend Mastering Engineer, machst aber auch sehr viel Mix Mastering, weil die Kunden dir das gerne in die Hand geben und du hast dann eine Vision, wie das nachher klingen kann. Warum musst du überhaupt noch mastern jetzt, wenn du es schon so mixen kannst? Ist das einfach ähnlich wie mit den Busbearbeitungen? Ein einfacherer Weg, das, was du jetzt 90% hast, auf 100% zu bringen? Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, also mein Hauptberuf ist ja Mastering-Ingenieur. Also ich master meistens mehr als mixen. Wenn ich jetzt einen Mix bekomme, dann mixe ich den eigentlich schon mit Mastering in Mind. Das heißt, die ganzen Prozesse, dieses Parallel, die ganze Intensität, die Prozesse, die ich eigentlich auf meinem Bus, also dieses Dynamic EQ, nochmal die ganzen separaten Elemente so zu sauber zu machen und dieses Parallelprozess, das benutze ich eigentlich in meine Mastering-Kette, bevor ich in meine Analog-Kette. Also das ist mein Prä-Prozess eigentlich und die benutze ich eigentlich schon auch im Mastering. Das heißt, ich mische eigentlich so gut wie ich kann und das Mastering-Prozess ist eigentlich nur das Feintuning. Das ist eigentlich komplett anders, weil normalerweise mag ich nicht meine eigenen Mixe zu mastern. Oder ich nehme sehr, sehr viel Abstand. Also das heißt, ich nehme sehr wahrscheinlich 2 Wochen bis sogar 3 Wochen Abstand, bevor ich das mastern, weil ich muss das trotzdem ein bisschen so ein Reset machen. Verstehe ich, ja. Damit du nicht eben an der Snare hängen bleibst oder irgendwo, wo du denkst, genau. Ach, ne, ich kenne das ja. Dieser Abstand genau. Ist wichtig. Andere Mütze. Aber im Allgemeinen ist das Mastering hier sehr, sehr einfach gewesen. Zeig doch mal kurz, was du da, vielleicht bevor wir das hören, dass du mal durch die Module einzeln durchgehst und erzählst, was du da gemacht hast und was deine Intention war. Das würde mich mal interessieren. Du hast ja da, du fängst an mit, wie man sieht, Images, glaube ich, das Erste. Ne? Das ist mein eigen Preset. Dann das Shinzo Mastering Setup, Startup, also das ist mein Starting Point, was eigentlich ungefähr das gleiche ist wie meine Analogkette. Das heißt, ich habe hier in Analog auch ein Imager, also wo ich das, die Bass-Element so mehr Mono und hier die Hochtöne mehr Stereo drehen kann, ein bisschen mehr Präsenz. Da ich eigentlich schon mit dieses Bass-Element hier auf bist du schon auf Mono gegangen? Auf ne? Mono habe ich das nicht mehr so ganz groß bearbeitet, nur ein kleines bisschen, um die ganzen Elemente natürlich ein bisschen mehr im Mono-Bereich, mehr Mono. Und dann habe ich hier ein bisschen mehr Stereo, die Breite verarbeitet. Mach ich auch gern. Dann EQ. EQ ist meistens mit Zeit,
Also ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich ganz in der Tiefe erklären sollte, aber auch ich teile eigentlich, ich separiere das Monosignal und das Sign-Signal, wo ich dann noch ein bisschen mehr Zugriff habe auf das Global Image. Aber jetzt mal kurz, die sind wir hier riesige Kurven, ne? Aber wie viel ist denn das erste Band? Wie viel hebt das eigentlich an? Ne? Das ist ja jetzt nicht 10 dB oder so. Das ist 1,5, das ist Mastering. Ja. Also das heißt, ja. Man das sieht immens, aber auch das ist natürlich ein Mastering-EQ. Das heißt, das ist wirklich ein Feintuning-EQ. Ja. Und die muss man natürlich auch hören können, bevor man die überhaupt anfasst, diese Frequenzen. Also es ist auch wichtig, dass du deine Abhörer hast und weißt, was da rauskommt und spielt. Ne? Ja. Und das ist eigentlich das Gleiche, wie ich eben gesagt hatte, wie mein Analog-Setup. Ich habe ein EQ, dann einen Kompressor, dann ein EQ, dann nochmal einen Kompressor. Und je nachdem kann ich die verwechseln. Also ich kann vertauschen. Sagen, okay, mehr vertauschen, sorry. Kompression und dann EQ. Das mache ich natürlich auch im Analogen. Und der eigentlich, der macht nicht so viel. Die sind eigentlich hier nur ein bisschen so die Peaks zu catchen. Und danach ein Pultec EQ, wo das, wenn ihr seht, okay, ich habe ein bisschen hier 3,3 dB in die 12K und das ist wirklich schon das ganz hohe. Die haben ganz hohen Frequenzen, noch ein bisschen so, aber man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das seht hier, das ist sehr, sehr fein. Das heißt, ja, das ist eine sehr breite Kurve, ne? Beim das ist eine sehr breite Kurve und das heißt, wenn das sogar, wenn das 3,3 dB hoch ist, eigentlich ist das sehr, sehr weich. Das klingt wie aggressiv, ne? Genau, das ist wirklich ein Feintuning-EQ und der klingt einfach Sahne. Wenn wir ganz kurz vielleicht zum Vintage EQ, für die, die es nicht wissen, das ist ja eigentlich, eigentlich macht Isotope keine analogen Rekreationen, ne? Aber der Pultec ist eben so interessant von seiner Art, das ist ja der Ur-EQ eigentlich, weil er so weiche und musikalische Kurven hat, die auch, wenn man jetzt da 60 Hertz einstellt, beispielsweise im Bassbereich, dann ist das nicht zu vergleichen mit einem 60 Hertz Peaking oder Shelving aus der modernen Equalizer-Welt, sondern es sind sehr weite Verläufe in den Mittenbereich rein. Und weil das eben so ein geiles Tool ist, der Pultec ist in Ozone, der Vintage EQ drin, der genau diese Verläufe hat mit erweiterten Frequenzschaltern, wo man auch genau sehen kann, wie sich die Kurven auswirken. Also wer das noch nie gemacht hat, sollte sich das mal angucken, weil man lernt sehr viel, wie so ein Pultec EQ, egal welche Rekreation original, wie der eigentlich wirklich funktioniert und warum der auch so berühmt ist. Das sind einfach diese weichen musikalischen Kurvenverläufe, die er erzeugt. Und dann nochmal ein Dynamikprozess, also Kompression, wo eigentlich das Limiter null arbeitet. Und das ist wirklich, ich stelle nochmal Mute. Siehst du, dass eigentlich. Ja, der macht nur ein bisschen. Sehr, sehr wenig. Also. Und der andere Kompressor? Der andere Kompressor, wie stark arbeitet der? Fast gar nicht. Ah, ja. Das ist wirklich die ganz allerletzten Peaks zu schnappen und das war es schon. Und dann ist natürlich das, das Ozone-Plugin berühmt ist, das Maximizer, wo man das Pegel natürlich schön hochfährt bis zum Sailing und so. Und ich benutze eigentlich zwei Limiter in Serie. Ja, in Reihe. Das heißt, du hast nach dem ganzen Ozone-Ding nochmal eine Einzelinstanz vom Maximizer und lässt den nochmal arbeiten, um noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, damit sich das aufteilt von dem Arbeitsaufwand beider Limiter, ja? Genau, ich finde, dass zwei Limiter in Serie, die eigentlich weniger arbeiten, besser klingen. Man fühlt eigentlich diese Artefakte vom Limiter nicht so groß, wenn die zwei alle beiden weniger arbeiten als einer, der wirklich so mehr pumpt.
Aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Je nachdem, von Musikrichtung mögt man natürlich, dass es ein bisschen mehr pumpt. Ich habe hier eine Frage vom Gregor reinbekommen im Chat an dich. Würde man bei einem Master nur mit Ozone gegen einen Master mit deinem Outboard etwas heraushören können? Ehrliche Antwort bitte. Also was denkst du? Ich meine, du hast ja jetzt da, du hast ja gesagt, die Chain ist eigentlich ein Nachbau von dem, was du da von SPL in 120 Volt Technologie für irre viel Geld hast. Wie würdest du das einschätzen? Ich habe die Frage öfters bekommen und ich denke, ich könnte mit Ozone fast so gut, dass das nicht das gleiche, aber fast das gleiche Ergebnis. Nur die Sache, ich werde sehr wahrscheinlich viel länger dauern. Es wird für mich viel länger dauern, weil ich eigentlich gewohnt bin, mit Analog zu arbeiten. Ich komme von der Analog-Welt. Und ja, man muss schon sagen, dass diese 120 Volt DC Rail, die diese ganz schöne drei Dimensionen bringt. Ja. Ja, das ist natürlich auch klar, du kennst die Tools, du kannst da haptisch fein einstellen, wie so ein Koch, der mit dem Pfeffer und dem Salz hin und her läuft. Ne? Das ist natürlich dann so ein, du bist ja so eingespielt, du hast ja auch dann Tools, die du schon lange benutzt. Und wo du dann so fein justieren kannst, dass das plötzlich in sich funktioniert wahrscheinlich, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song bekommen habe, der total in analog aufgenommen wurde mit Analogprozessen, Prozessoren und Tape-Maschinen und das Ganze, dann ist mein Analogsystem sehr wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Dann würde ich auf jeden Fall im Digitalbereich bleiben. Weil du weniger Farbe haben möchtest, also weniger Färbung von dem Equipment, ja? Ja, genau. Hier fragt einer, habe ich mich auch schon gefragt, kann man Dance Preset downloaden oder ist das schon standardmäßig in Ozone drin? Ja, warum ist es eigentlich nicht standardmäßig drin, dein Preset? Müsste schon. Ich kann das gerne teilen, auf jeden Fall. Ja, wir werden das mal, wir gucken mal, wie wir das kommunizieren mit dem Ingo. Und wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, Isotope Deutschland. Vielleicht machen wir es auch da, aber wir werden auf jeden Fall mal, das werden wir mal machen, wir werden mal das Ozone 9 Preset von Dan teilen mit der Community und dann könnt ihr auch damit zusammenarbeiten. Gerne. Wie laut in LUFS wird in der Praxis für Streaming-Plattformen gemastert? So, genau, das Thema hast du ja, ich würde mal sagen, bis ins kleinste Detail zum Abwinken auf gut Deutsch in einem dezidierten Stream mit dem Timo, im Dezember war es, glaube ich, letzten Jahres gemacht, ne? War auch ein Deep Dive, da ging es ums Mastering für Streaming, war es das? Oder für ja, Spotify sogar? Mhm. Ja, genau. Ja. Also da gibt er Einsicht, denn, da hat er auch ganz tief aus der Schatzkiste geplaudert, wie er das macht. Timo hat da auch seine Erfahrungen, die er gehört hat, reingegeben. Und es wird ein bisschen kontrovers diskutiert, glaube ich, aber natürlich gibt es diese Empfehlungen und auch diese Messungen, die Spotify macht, sodass Songs angepasst werden, aber die laufen halt nicht immer perfekt. Und wie wir eben von Dan super gezeigt bekommen haben mit seinem Exciter, der als Parallelmix dazugefahren wird, der einfach lauter klang, ohne dass der Pegel sich verändert hat, das zeigt ja schon, dass diese Messungen auch mit solchen Tricks beeinflussbar sind. Und das ist, glaube ich, auch das, was dein Credo war in dem Stream. Du machst gar nicht so viel mit Dynamikprozessoren, die Leute zu erreichen. Das ist fast alles Exciter und Oberton, ne? Genau. Ich konzentriere mich auf, was in der Wellenform ist. Aber auch ich mag die dynamisch zu behalten. Das heißt, wie dieses parallele Prozessoren, dass wirklich das Pegel sich lauter, man hat den Eindruck, dass es lauter klingt, aber das ist eigentlich das ist lauter, aber das bleibt trotzdem dynamisch. Das ist eigentlich. Es ist messtechnisch nicht lauter. Es ist einfach nur für unser Gehör durch diese höheren, durch diese zusätzlichen Frequenzen, die ja eigentlich dann Verdeckungen beseitigen. Ne? Also die Frequenzmaskierungen beseitigen durch die Obertöne.
Dadurch wird es dann lauter. Ich habe gerade hier noch eine Frage auf deine Mastering-Chain. Imager immer am Anfang, also erst breit machen und dann nochmal mit Side-EQ feintunen? Vielleicht kannst du nochmal auf die Chain gehen und darauf eingehen, auf die Frage. Ja. Das ist eine ganz gute Frage. Das ist natürlich so in meiner Analogkette. Ich würde sagen, natürlich, das ist jetzt kein no rules. Man könnte natürlich nach einem EQ, man könnte es. Man kann es auch andersrum machen, aber natürlich wird der EQ, den du mit Zeit machst, der wirkt natürlich auch auf die Stereobreite aus, logischerweise, ne? Weil du bearbeitest die ja unterschiedlich. Ne? Ja, außer jetzt, wenn man jetzt mit und Zeit bearbeitet, dann natürlich wird das, man muss schon aufpassen, dass man nicht wieder im Gegenteil, was man jetzt mit dieses Bass-Element hat, dass es zu breit wird und man verliert dann auch sehr viele Informationen im Mono. Mein Gedanke hier ist eigentlich ja, die Reihenfolge von den zwei Sachen mit Zeit und Imager spielt ja eigentlich keine Rolle. Man muss nur beachten, wenn man jetzt die Bässe komplett mono dreht und dann versucht im Mid-Side-Bereich, im Bassbereich was in den Seitenbändern zu EQen, dann ist die Information schon rausgefiltert, ne? Weil es gibt ja keine Seitensignale mehr, weil die also man muss halt aufpassen, dass man nicht an einem rumschraubt und der andere, der davor ist, hat das schon komplett weggenommen. Genau. Ja, das ist eigentlich das, was man beachten muss, glaube ich. Mhm. Lass doch mal hören eigentlich, genau. Wir reden hier so viel über das Mastering, jetzt bin ich mal gespannt, wie es eigentlich klingt. Ach so, ja, natürlich. Sollen wir auch einen AB-Test machen Vergleich machen mit... Vielleicht lassen wir mal, mich würde mal interessieren, lass uns doch mal den finalen Track von Marcel, der auch in der Beat Battle drin war und da als zweiten Platz gekürt wurde, einfach mal von Anfang hören, bis eine Minute, wie der so reinkommt, in seinem Master und dann dein Master. Dass man einfach mal hört, was jetzt das finale Ergebnis von dieser ganzen Neumischung und Mastering ist. Ne? Ja, sehr guter Punkt, weil ich habe da dazu etwas zu sagen. Man hört eigentlich, am Anfang hat, was eigentlich nicht im Mix ist, vielleicht war es im Mix, aber ich habe den Eindruck nicht so, da ist ein Cut-Off, der sich öffnet, also ein Filter, der sich öffnet am Anfang. Eine Filterfahrt. Mhm. Genau, was ich jetzt nicht im Mixdown hatte und das habe ich jetzt nicht... Hast du nicht nachgebaut? Nachgebaut, ja, genau. Mhm. Das ist wirklich ein Fall, wo ich sehr, sehr viel drauf achte. Das ist Kommunikation. Natürlich, wie in diesem Fall war das jetzt nicht der Fall, aber das ist wirklich eine Sache, die wirklich sehr wichtig für mich ist, dass man
darüber redet und da sehr viel, sehr viel kommuniziert wird, ja, warum und so natürlich. Das ist eigentlich das erste, das größte Unterschied. Und man hört eigentlich wirklich, dass Disney ja wirklich ganz gut nach vorne ja, klingt. Die eigentlich dominant ist, meinst du? Ja, das ja, lass mal hören. Bin mal gespannt, wie es jetzt auch ohne Filterfahrt, wie sich das jetzt so entwickelt. Schon ein großer Unterschied. Also es ist natürlich derselbe Song, aber man merkt sofort, das Bassbereich, das fällt sofort auf, dass es viel aufgeräumter ist. So mehr, ja, es ist so luftiger, punchiger und auch größer und hat so diese, es trägt so eine Synergie mit den Instrumenten. Das fällt am meisten auf, denke ich, zusammen mit dieser Stereobühne. Vielleicht kann man es nochmal ganz kurz, Dan, hier, wo du gerade bist, an dem zweiten Part nach diesem kurzen Break nochmal on the fly einfach mal hinterher schalten, dass man das nochmal AB hören kann. Also ja, einfach mal hinterher wechselst nach 8 Bars oder sowas. Ich glaube, dann hört man es noch deutlicher. Fantastisch, ich höre auch hier im Chat schon, es klingt einfach, ja, man würde jetzt sagen, es klingt analoger, was natürlich totaler Quatsch ist. Und dann merkt man auch wieder, es ist ja alles digital jetzt hier gemacht worden, aber halt vielleicht mit einem analogen Mindset und natürlich der Erfahrung und der Abhöre, die ein Dan D'Ascenso hat, ne? Ich denke, man konnte hier sehr gut sehen, mit welchen Kochbüchern du arbeitest und mit welchen Zutaten. Das ist ja nichts, was ein anderer nicht hätte. Ne? Aber natürlich ist trotzdem das Ergebnis das, was du jetzt als Mensch daraus machst. Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Was ich jetzt vor mir habe oder die ganzen Plugins, das sind eigentlich die Tools, die ich benutze, um wirklich von A nach B den Song bringe eigentlich. Ja, auch dieser Punch bei den Drums, das klingt einfach so, das klingt einfach richtig. Ich fand auch den von Marcel, ich fand den Mix gut, also man hat auch direkt verstanden, total, was die Musik macht. Aber die, diese Dimension, diese, wie es transportiert wird, emotional und vom Sound, das ist natürlich jetzt nochmal eine Steigerung dessen. Und das ist auch genau, was da ist. Und gut, mit dem Intro kann man sich natürlich jetzt drüber streiten, ob man diese Filterfahrt haben will, aber das wäre wahrscheinlich jetzt was mit dem Marcel als Kunden bei dir gewesen, hätte gesagt, ich geil, aber irgendwas fehlt am Anfang, habe ich jetzt vergessen, so zu liefern. Aber Leute, ihr habt jetzt noch, ich würde mal sagen, die letzte Chance, dem Dan Fragen zu stellen oder auch mir gerne über Isotope. Wir machen jetzt noch ein paar Minuten eine Runde, wenn noch was reinkommt. Also ich höre hier, Leute sind auch hier begeistert, kann ich so kurz durch die Zeilen hier mal interpretieren. Du kannst ja auch nachher in Ruhe durchlesen. Ich will nicht alles rezitieren hier. Also Leute, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zur Mastering Chain, zur Vorgehensweise, was man vielleicht generell beachten kann, weil
Ich finde ja, so ein Mix ist auch eigentlich nicht eine Sache, wo man sich abguckt, die Frequenz bei dem Ding. Es gibt ja keine Regel. Man könnte sich von Dennis abgucken, Exciter ist eine gute Sache, besser vielleicht als Kompressor. Und vorsichtig sein mit dem mit der Phase, Stereobreite im Bassbereich vor allen Dingen. Das sind so generelle Trips, die man holen kann. Aber ansonsten ist das halt alles ein Schachspiel. So ein strategisches Schachspiel. Und Schritt für Schritt kommt man zu dem Ergebnis und zu dem Ziel, das auf allen Ecken so ein bisschen zu verfeinern. Und das ist, glaube ich, das, was man mit der Zeit lernt. Ne? Was für mich zumindest immer das Ding war. Ja. Was haben wir hier noch? Ja, und mein Kids Majestic, ich hoffe, ich spreche es wahrscheinlich immer auch falsch aus. Also der Marcel, der den Beat gemacht hat, nochmal vielen Dank für die Bereitstellung auch. Also es ist echt ein geiler Track und es war auch für Dan jetzt cool, sich da ein paar Stunden mit zu befassen und dass wir hier im Stream mal das so machen können. Wir hoffen, dass in Zukunft auch mit anderen Community-Members hier im Producer Network Stream ähnlich machen zu können, weil es macht natürlich viel mehr Spaß, mit eurer Musik solche Sachen zu erarbeiten und über Tools und über Techniken zu reden. Als jetzt irgendwas, was wir ausgraben aus unserem Fundus. Hier ist noch einmal, wie alt ist Dan und seit wann macht er das Ganze? Fragen wir mal damit an. Ich bin fast 45, also im Mai. Und eigentlich Vollzeit-Mastering als seit 2000, ja, eigentlich Part-Time. Ich habe mit 2005 angefangen. Und Vollzeit ab 2008. Aber also gut 15 Jahre. Und vorher hast du halt produziert und produziert und gemischt und DJ. Ich habe eigentlich als DJ 91 angefangen. Das war wirklich ganz ein Anfang. Also DJ, dann produzieren, dann mischen und dann mastering. Ja. Das ist auch immer sehr hilfreich, denke ich, zu verstehen, wie die Leute das anliefern. Ne? Dass man diesen Background auch bisschen mitbringt ins Mastering. Hier ist noch Red One 157 fragt, bitte die Busstruktur noch mal kurz erklären. Kriegst du das in dem kurzen Abriss noch mal hin? Vielleicht noch mal kurz rekapitulieren. Du hast Gruppen nach Kategorien, Drums, Bass. Genau. Also diese rote Element. Ich werde jetzt nur die Drums sprechen. Also das heißt Kick bis dieses Fills, ne, also die ganzen Elemente, die gehen in einen Subgroups, wo ich natürlich auch noch die Prozessoren habe. Und jeder Subgroups geht noch in einen finalen Bus. Also du hast die Subgroup noch, ja. Und die Subgroup geht nochmal aus dem Ausgang der Subgroup in eine andere Gruppe für eine zweite Bearbeitung. Das könntest du aber auch eigentlich dir sparen, theoretisch. Also theoretisch könnte man sich sparen, oder? Ja. Ich sehe eigentlich mehr als Witz VCA. Also das heißt, ich könnte die ganzen Elemente noch mal ein bisschen so feintunen beim Mischen. Das heißt, hier und her ein bisschen so diese Pegel hoch und runterziehen, je nachdem. Ist also auch, du hast dann alle Gruppen des Mixes noch mal nebeneinander mit Farben, um da vielleicht auch Automationen zu fahren, wenn es ein komplexerer Mix ist, ne? Wo du, haben wir ja gar nicht hier gemacht bei dem, das ist ja ein Beat, der eigentlich nur vorstellt, welche Teile es gibt, aber es ist ja kein fertiger Song mit Vocals und kompletten Arrangement gewesen jetzt eigentlich in diesem Beat Battle, richtig? Ja, und Marcel hat ja schon die ganzen Automationen geprintet, also das war natürlich ganz sauber gemacht. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt noch benutze, ist, ich nehme die ganzen finale Busse und die setze ich noch in parallel in dieses Parallelbus. Und genau, dann nimmst du nochmal die alle. Ja, genau. Man kann natürlich auch separat das Pegel blenden, wie viel man im Parallelbus von den separaten Elementen senden möchte. Das heißt, man könnte weniger Drums-Elementen, aber auch mehr Vocals, je nachdem. Und das ist natürlich wieder kein No Rules. Das geht. Ja. Meistens habe ich die voll, also full bis null. Und dann drehe ich die runter, je nachdem. Wenn ich da jetzt
sehr viele Instrumente haben, Gitarre und das ist jetzt eine elektronische Musik, aber wenn ich jetzt mit Indie-Rock oder auch anderen Musikrichtungen, dann kann ich das noch ein bisschen so weicher machen und ein bisschen mehr im Parallelbus, zum Beispiel mehr Gitarren und weniger Vocals. Brauchst dann mehr Präsenz vielleicht da und merkst, die können ein bisschen zurück, ne? Kriegst genau. Ein bisschen Tiefenstaffelung auch rein, ne? Die ganze Sache. Mhm. Ja. Nächstes Ding, was ich ganz spannend finde hier. Ich habe oft im letzten Mastering-Step bei meinen Beats, dass der Limiter manche Elemente sehr laut macht, zum Beispiel Rimshot oder Snare und Hi-Hat, sodass man nochmal arg nachjustieren muss. Gibt es da einen Tipp für von dir? Ich würde auf jeden Fall, ich habe das jetzt hier so gemacht für die Demo, aber ich würde niemals, das ist mein Tipp, ich würde niemals einen Limiter und Maximizer auf das Master direkt, also ich weiß, dass du, Jürgen, so bearbeitest. Ich mache das nie, weil ich gerade vermeiden möchte, danke. Ich sehe, wenn man das so auf das Master und das Maximizer benutzt, ist das eigentlich wie ein Multiband-Kompressor. Das heißt, man fühlt, okay, die Snare zum Beispiel zu viel nach vorne, dann geht man wieder im Mix und dann verändert man das, aber dann merkt man, okay, ich hab die Snare dann ein bisschen runtergesetzt, dann kommt die Vokal wieder raus und dann ja. Endet man mit einem komplettes Mix, das eigentlich nichts mehr zu tun hat, wie das Anfang. Und da bin ich ein bisschen so vorsichtig damit. Das heißt, wenn mein Mix top ist, okay, dann bin ich zufrieden, dann bounce ich das und dann mastere ich das noch in ein separates oder je nachdem, wenn ich jetzt total happy bin, dann okay, dann kann man langsam auf das Master den Limiter oder das Maximizer hinzufügen, aber niemals, also ich mische niemals mit einem Limiter, der eingeschaltet ist. Ja, okay. Ja, und was ich meistens finde mit elektronischer Musik, sind zum Beispiel viele Elemente, die wesentlich zu laut sind, wie meistens Hi-Hats, Snare in diesem Fall. Mein Tipp ist immer, den Pegel vom Monitor-Controller, also die Lautsprecher, total runtersetzen. Und man könnte also eigentlich hier mit dem Master versuchen, wenn ich das Original-Mix nochmal höre. Mhm. Und ganz leise, also wirklich das Leiste, wie man es hören kann. Wahrscheinlich wegen dem Stream-Komprimierung ein bisschen lauter machen, damit wir das nachvollziehen können. Hört man nur Snare, ne? Ja. Genau, das ist mein Tipp, wirklich das so leise runterzudrehen, wie man das fast gar nicht hört. Man hört dann alle Elemente, die eigentlich viel zu laut sind. Und, das ist ein guter Tipp. Das ist ein super Tipp, dass ich seit Anfang, dass ich mische, benutze. Das heißt, ich fand immer, okay, wenn man mischt meistens in seinem Raum und man fühlt so ein bisschen so dieses Club-Feeling und man dreht natürlich ein bisschen das. Die Lautsprecher und dann man fühlt, okay, ich bin jetzt im Mood und man vergisst ein bisschen diese ganzen Elemente. Und je nachdem, wenn man ein bisschen so Rücksicht nimmt und leiser dreht, dann merkt man schon die ganzen Elemente, die eigentlich, wow, das ist eigentlich viel, viel zu laut. Und man kann eigentlich ja. In dieser Lautstärke bleiben und dann Feintuning und das mit Vocals zum Beispiel, das ist eindeutig, wenn die Vocals viel zu sehr nach vorne oder nicht genügend nach vorne sind, das ist auch ein super Tipp. Ja, das Gute ist halt, wenn man zu laut abhört, erstens, die Raumeinflüsse sind stärker, wenn man keinen optimalen Raum hat, das kommt dazu. Dann zweitens, man ermüdet viel schneller von den Ohren. Wir haben ja so eine Art Multiband-Limiter eingebaut in unserem Gehörorgan, in unserer Psychologie des Hörens. Und dann
neigt man dazu, wenn man laut hört, oh, ich höre die Snare nicht mehr, dann dreht man noch mehr rein, dann dreht man irgendwelche verrückten Kompressoreinstellungen rein und denkt in der Lautheit, das ist jetzt total geil. Aber man, ja, man trickst sich eigentlich selber aus, ne? Weil man es gar nicht beurteilen kann. Vor allem, wenn man keine Pausen macht zwischendurch. Das sind gute Tipps, Dan. Hier ist noch eine Frage, Tape, Saturation oder Glue nochmal ergänzend zu Ozone auf dem Master empfehlenswert oder eher im Mix auf den Spuren, wie du es jetzt gemacht hast mit Exciter und so weiter? Wobei, du hast es ja auch mit dem Parallel-Ding, machst es ja quasi, ist ja quasi dein Master Glue, ist ja. Die Parallel-Exciter dann, ne? Da holst du quasi nochmal rein. Das ist die Frage immer, ist das schon Mastering oder ist das noch Mix, ne? Also in dem Fall. Ja, wie gesagt, ich mix eigentlich mit Mastering in Mind. Aber man könnte natürlich, wenn man jetzt einen Track bekommt zum Mastern, also der schon ganz gut gemischt ist, man kann das natürlich in der Mastering-Kette benutzen und mit. Warte, ich drehe nochmal meinen Schirm und. Sagen wir mal, dass das Exciter-Modul würde jetzt in der Masterkette und natürlich kann man das, wie ich jetzt separat denn hier einblende, man kann das dann natürlich dann auch im Ozone machen, in der Modulkette. Ne? Das wäre der gleiche Effekt letztlich. Ne? Genau. Es wird ja zugemischt und. Genau, und dann die Mixfeder einblenden zu Taste. Ja. Also eigentlich, Rob Noah macht er das ja eigentlich schon. Also er macht sowohl im Mix und das ist quasi dieses Bus, er nimmt keinen Bus-Kompressor denn, sondern diesen Exciter, das ist ja quasi Tape und Glue. Das könnte man auch in der Ozone-Mastering-Kette einbauen und dann anteilig reinmischen. Okay. Guck mal gerade weiter, ob wir noch was haben. Ich würde sagen, wir machen noch zwei Fragen. Hier Belgien, Pralinen und Pommes frites und Waffeln. So ist es. Darum fahre ich doch immer sehr gerne in Urlaub hin. Ich hoffe, das geht bald wieder. Ja. Ich hoffe, dass mein Deutscher. Man konnte mein Deutsch verstehen. Aber. Ist besser als mein Französisch, aber deutlich. Ne? Ich meine, der Dan ist ja quasi Nachbar von mir. Und ich bin ja auch. Ich werde auch 45 im April. Also, wir sind eigentlich hier gleiche Generation. Ich bin an der Grenze zu Belgien aufgewachsen, zwischen Aachen und Köln. Das ist so Dürener Raum, Hürtgenwald. Und der ist in Olpen groß geworden, also direkt hinter Röthgen an der Grenze zu Aachen. Und da ist ja die deutschsprachige Gemeinschaft heißt das, ne, glaube ich. Genau. Ne? Und da hast du dein Deutsch eigentlich, ja. Wir trainieren es nur wieder ein bisschen, seit wir uns kennen, weil du ja eigentlich in der Wallonie wohnst. Ne? Genau, und das ist ganz gut, weil mein Deutsch, den habe ich mittlerweile ein bisschen so verloren, aber auch seitdem ich jetzt mit Deutsch arbeite, kommt das langsam wieder zurück. Und das ist ein ganz gutes Exercise. Ja. So, was haben wir hier noch? So, ist hier noch irgendwas? Oh, das ist eine schwere Frage, die musst du auch nicht in Zahlen beantworten, weil das gehört sich eigentlich nicht. Aber wie viel verdient man als Mastering-Mensch, wenn man noch die ganze harten Software bezahlen muss? Das muss man natürlich reinrechnen, ne, in seinen Verdienst, oder? Du bist ja schon im deutlichen fünfstelligen Bereich, wenn du die Abhörer holst, die Akustik und dein Outboard, was du jetzt noch da haben möchtest, das ist ja schon eine hohe Hausnummer, ne? Klar. Ich denke, dass Akustik, auf jeden Fall Akustik und ein gutes, das Monitorsystem, dass man das fühlen kann. Und ich hatte vorher PMC, also andere Marke, was ich jetzt benutze. Ich bin jetzt mit Amphion und seitdem ich gewechselt habe, ist Tag und Nacht für mich das Mastern. Und ich fühle, dass es wirklich, dass wir eins machen mit dem Raum und das Abhörsystem. Und vorher war das, ich fühlte, okay, da war etwas nicht gut im Master. Ich war nie zufrieden mit meinem Mastern. Das ist super wichtig, weil man kann die ganzen Plugins haben und die ganzen Hardware, aber wenn man das jetzt nicht wirklich die Perception fühlen kann vom Mix und Mastern, dann hat das absolut keinen Sinn. Das ist immer eine Sache, man hat nicht so viel Lust, Geld auszugeben in der Akustik, aber auch Aber kenne ich genau und
Ich denke, dann ist es auch, das liest man auch wahrscheinlich und hört man auch öfter, wahrscheinlich auch hier im Stream, dann lieber ein gutes Paar Kopfhörer holen, wenn man nicht das Geld oder den Raum hat, weil man verlernt auch ganz viel oder trainiert sich falsch, weil man es einfach nicht hört. Ne? Und das ist dann immer sehr frustrierend, wenn man ins Auto geht, wo man jeden Tag Radio hört oder CDs und dann in der Abhängigkeit plötzlich feststellt, das klingt komplett anders. Und das liegt eigentlich nur daran, dass man nicht, das liegt nicht am Talent alleine, das liegt auch daran, dass man nicht wirklich hört, was man dreht, ne? Was man schraubt. Ne? Genau. Und ich denke, um kurz die Frage zu beantworten, wie verdient man so? Es ist sicherlich so, ähnlich wie bei einem qualifizierten Handwerker, der teures Werkzeug anschaffen muss und eine Sekretärin hat und ein Lager und so. Das sind ja alles Kosten, die zum Stundenlohn dazukommen. Das ist auch beim Mastering Engineer natürlich ganz klar, wie in einem großen Aufnahmestudio auch, die Abschreibung der Akustik, die Abhöre, alles Mögliche, das fällt ja alles da rein. Ne? Das darf man nicht vergessen. Die Erfahrung natürlich. Die Erfahrung auch, ja, ganz klar, natürlich. Das ist das Allerwichtigste. Hier kriegst du noch hier Lob. Dein Deutsch ist sehr gut, perfektes Deutsch. Hier, X-Beats kommt aus Aachen. Das habe ich fast schon gedacht, ne? Weil irgendwie das, die ersten drei Buchstaben sind schon sehr. Vielleicht gehen wir irgendwann mal ein Bier trinken, wenn wir wieder dürfen. Wir können es ja quasi in der Mitte treffen. Ne? Belgisches Bier nicht vergessen, absolut. Und wie hat der Change zu Amphion das Hören beim Mastering verändert? Ich glaube, das hast du schon mal gesagt, ne? Emotionen. Ja. Also du reagierst anders auf die Musik und kriegst ein anderes Ergebnis von den Emotionen, die du reinbringst in das Produkt. Ja, total. Ich arbeite nur mit Emotionen, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig für mich als Mastering-Engineer. Ich muss Emotionen fühlen, und, dass ich mein Produkt von A bis B bringe. Ja, es ist dein Herzstück natürlich. Ich sehe auch gerade noch bei Studios Stuttgart Leonberg. Die haben auch mittlerweile Amphion und die sagen, die gibt man nicht mehr her, wenn man sie einmal hat. Vielleicht sollte ich auch mal sparen. Naja, aber in diesem Sinne, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns, denke ich mal, für eure Aufmerksamkeit. Und es hat mir tierisch Spaß gemacht, denn, und wir müssen das unbedingt wiederholen. Und ob das jetzt dann die Challenge mit Elements wird oder noch so ein Song, also macht tierisch Spaß, mit Sachen aus der Community zu arbeiten und auch in diesem Stream zu sein und hier zu interagieren. Auf jeden Fall. Ich hoffe, bis bald. Ja, alles klar. Bleibt gesund und munter und habt viel Spaß beim Musikmachen. Und ich denke, wir sehen uns dann bald, hoffentlich an dieser Stelle wieder. Bis bald. So, ciao, Dan. Ich mache jetzt ein Bier auf, aber ich habe kein belgisches. Ciao, ciao. Tschüss.